Susanna, Susanna, Susanna. Susanna, mon amour. Wow. Yeah, du weißt Bescheid. Yeah. Einen fetten Applaus, meine Damen und Herren. Das ist geil. Die wollten mich gerade überrumpeln mit italienischen Liedern, aber nein, Bruder. Der ist drin. Wer war das? Adriano Celentano. Genau. Boah. Also ich bin wirklich richtig gut. Richtig gut. Wir haben auch gerade ja noch mein Lied gehört, dieses Come Prima, Più di Prima. Ja. Das ist jede italienische Feier, ob Taufe, ob Geburtstag, ob das Kommunion ist, Beerdigung nicht, aber vom Stil, egal, Hochzeit, Trennung, Scheidung, alles. Alles. Gleiche DJ, gleiche Playlist, alle Lieder, diese Come Prima, Susanna, alles was du willst. Weißt du, was ich meine? Eros also, Ramazzotti. Azzurro. Azzurro ist dabei. Also sono un Italiano. Diese Top 100 Italo-Hits. Alle da. Eros Ramazzotti. Jeder. Ja, ja, da ist natürlich. Auch ein Fan. Ja, klar. Von seinem Doppelalbum. Nein, wirklich, also diese italienischen Lieder, ich glaube, jeder, der wirklich Italiener ist, kennt die. Aber ich glaube, in den 90ern war das in Deutschland total in. Ja. Italienische Hits. Woher kenne ich die denn? Die hat immer meine Mutter gehört. So. Ja, kann sein. Es gibt auch einige italienische Lieder, die auf Deutsch übersetzt wurden. Ja? Ja, voll viele. In den 70er, 80ern. Ja, Giovanni macht das jetzt mittlerweile. So seit 5 Jahren hast du das mitbekommen? Zarella. Ja. Ich habe das mal mitbekommen, aber nicht verfolgt so richtig. Genau, der hat jetzt viele so italienische Gassenhauer. Mm. Wie da. Ja, genau. Hat er so phonetisch auf Deutsch umschreiben lassen und dann so deutsche Schlagerversion draus gemacht. Okay, aber okay. Es läuft. Und da war es wirklich, der Sänger selbst hat auf Deutsch gesungen. Also zum Beispiel Raffaella Carrà hat ein Lied gemacht, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber zum Beispiel Raffaella Carrà hat auch voll viele bekannte Lieder. Ich glaube, das war dieses Tuca, Tuca, Tuca. L'ho inventato. Und das hat er noch Deutsch gemacht? Ah, warte kurz. Da war ein Lied, das ist dat, a far l'amore comincia tu. Das wurde auf Deutsch übersetzt. Von ihr. Wenn ich na. Das hat sie auf Deutsch gesungen sogar. Kein Scheiß. Wie geht aber der deutsche Text? Weiß ich nicht mehr. Aber wie sagt das auch irgendwas in meinem Gehirn? Das müsste man nochmal recherchieren. Aber das ist, das heißt, vielleicht kriegen wir das irgendwie recherchiert. Aber kann das sein, dass das so abgeschwächt ist, so in den letzten Dekaden? Weil früher war das echt so, dass viele italienische Songs... Wie Dekaden, red doch normales Deutsch, Alter. Oder Dekaden, sag mal, schau mal ganz kurz. Sorry, du Akademiker, Alter. Jahrzehnt. Sorry, ich hab... Sag doch Jahrzehnt. 10 Jahre. Wir haben verstanden, dass du in der Zeit groß geworden bist, wo dieses Wort erfunden wurde. Aber bleib doch mal geschmeidig, Bruder. Alter. Was übertreibst du? Ja, okay, sorry. Ja, okay, du hast mit Johann Friedrich von Schiller studiert, Bruder. Okay. Also, das ist früher mal. Dem Chöp. Ja, früher mal gab es eine Zeit, das fängt schon gut an. Ja. Sorry, Robert von Goethe, Alter. Ey, ich fühle mich nicht gewertschätzt hier von euch beiden. Ja, Dekaden. Bruder. Enisa, ja. Du weißt, Marketing. Ja. Wir müssen für die Tour noch ein bisschen Werbung machen. Schon wieder? Ja. Mann. Ich weiß, du willst nichts machen. Ja. Es läuft von alleine schon gut. Genau. Allerdings bin ich ein Typ, der sich nicht gerne auf Zufälle verlässt. Genau. Ja. Deswegen, bitte, wenn du mich ein bisschen liebst. So. Meine Damen und Herren, Werbung in eigener Sache. Und zwar sind die Deutschen, Nizar und Cheyenne, im November 2024 auf fantastische Arena-Tour. Fantastische Arena-Tour, das ist das Wichtige. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ja, was machen die denn? Machen die nur Podcast oder was? Was? Das sagen die Leute? Ja. Das ist unerhört. Wir machen nicht nur Podcast, sondern es ist eine fantastische Entertainment-Show, meine Damen und Herren. Es wird gesungen, getanzt, gerappt, Podcast, Zaubershow, Zirkusartisten, Akrobaten, Jackie Chan. Alle sind da. Ja, es wird eine Show, wie sie Las Vegas nicht mal auf die Beine stellen könnte. So, und wo wird die sein? Ganz sag uns das! Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, ich muss ablesen. Achso. 21.11.2024 in Oberhausen. Wo? In Oberhausen. Welcher Ort? Rudolf-Weber-Arena. Oh mein Gott. Das heißt, alle im Umkreis können ja vorbeikommen. Genau, alle in NRW. So, dann haben wir den 22.11. in Moin-Minjung, Hamburg. Wo? In der Barclays-Arena. In der Barclays-Arena? Genau. Gehört die Charles Barkley? 23.11. Ja. In Berlin. In Berlin? In der Hauptstadt, in der Mercedes-Benz-Arena. Gehört die Mercedes-Benz-Arena?
27.11. Ja. In München in der Olympiahalle. Göttingen in der Olympiade. 28.11. in Stuttgart in der Schleierhalle. Göttingen in der Schleierhalle. Und dann das Finale. Natürlich bei den Zombies. 29.11.2024 ja. In Frankfurt in der Süwag Energie Arena. In der was? Süwag Energie Arena. In der Süwag Energie Arena. Da wollte ich schon immer mal spielen, seit ich mit Comedy angefangen habe. Und deswegen gibt es Tickets. Ab sofort. Auch noch. Ab 35 Euro. Ja, das heißt, für das kleine Geldbeutel ist auch was da. Ja, für den kleinen Geldbeutel. Meine ich doch. Ja, Link in der Beschreibung. Ja. Klickt drauf, gönnt euch Tickets und schickt uns danach Screenshots, ihr Chips. Ja, bis dann. Peace in a little please. Dass früher viele italienische Songs immer hier rübergeschwappt sind, ich habe das Gefühl, das hat abgenommen oder ist es einfach so, weil wir die Charts nicht mehr so mitbekommen? Nee, ich glaube, das ist einfach abgehört. Ja, das hat dann den Flair irgendwie so ein bisschen auch verloren. Ja, ja, das ist nicht mehr so damals. Und es kam sogar Anfang, also Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es ja auch immer so einen italienischen Hit noch. Laura Nonce. Ja. Stimmt. Ja. Ist der Typ in Italien noch ein Star? Ja. Also, sag mal, wie hieß Neck. Der? Neck. Ja. Genau, Protect Your Neck, Wu-Tang. Protect Your Neck, ja, brutal. Oder dieser eine Song. Der hat schon über den gerappt. Weißt du, dass man den beschützen muss? Protect Your Neck, auf jeden Fall. Wie ist dieser Typ in den 2000ern? Dieser, Tiziano Ferro. Der. Ja. Perdono per quello che ho fatto io, però chiedo scusa, regalami sorriso, tipo alguna rosa. Natürlich. Die sind in Italien immer noch. Das sind alles Superstars. Krass, weil man denkt sich immer... Die haben nicht mehr diesen Erfolg, weil ich glaube auch, Tiziano Ferro, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ich was falsch sage, aber ich glaube, Tiziano Ferro hat danach nichts mehr gebracht. Der hat noch ein Lied gehabt, was auch in Deutschland in den Charts war, aber danach kam nichts mehr. Ist auch schwer, Bruder, wenn du einen so super Erfolg hattest. Okay. Aber ich glaube, die erfolgreichsten Italiener aller Zeiten ist Eiffel 65. Ich glaube schon, ja. Ich schwöre, 100%. Wenn du den Song einzeln nimmst, kann das sogar sehr gut sein. Ja, das kann sein, ja. 100%. Ey, wenn man nur den einzelnen Song nimmt, sagt er wahrscheinlich sogar die Wahrheit. Ja, ich glaube, das ist weltweit. Das kann schon sein, ja. Das ist so wie Crazy Frog. Ja, das ist so, das geht über Grenzen, über Altersgrenzen auch. Kennt ihr noch die zweite Single von denen? Move your body, everybody. Ganz kurz, wer hat den Text geschrieben? Das ist voll tiefgründig. Ja. Weil, guck mal, move your body. Er meint damit nicht einfach nur die Bewegung, sondern es geht um etwas viel tiefgründigeres. Ja. Ja. Um Michelle Hunziker. Es geht, also guck mal. Der braucht jetzt Zeit, um Ich verstehe es schon. Ja, guck mal. Ich finde das gut, aber ich finde es gut, wenn er so anfängt. Ich will ihm auch mehr Zeit geben, weil ich will, dass er einen Punkt macht. Verstehst du? Ich weiß, ich support und liebe als mein Bruder. Danke, das freut mich. Er sagt dir, move. Ja. Your. Ja. Your. Ja, was? Body. Was er damit meint, damals es ist LA. Nicht nur ein Aufruf zum Tanzen, nein. Sondern es ist gesellschaftskritisch, weil das bedeutet, dass du. Ja. Was tun musst für dich und deine Gesundheit, deine Seele, dass du auch arbeiten gehen musst. Ja. Das ist eigentlich ein Arbeitslosen-Anthem. Ja. Verstehst du? Damit die Arbeitslosen. Ja. Versteht, was ich euch sagen will? Ja, 100%. Ja. Sehr gut. Ich finde das gut. Danke. Ich finde das gut, ja. Guck mal, wir haben ja Mariano hier, ja, MB Comedy, der jetzt in zahlreichen Hallen spielt. Ja. Super erfolgreich. Vielen Dank. Genau, der uns vergessen hat. Genau. Niemals. Das stimmt nicht. Ich bin, glaube ich, einer, das möchte ich auch nicht auf mir sitzen lassen. Ja. Entschuldigung. Also da, ganz starkes Veto. So, ich glaube, ich bin einer, der immer auch so gekommen ist, besuchen. Ja, als das gerade anfing. Ja. Aber als du dann die Superstar-Luft geschnuppt, du bist wie Kevin Hart, der seine ehemaligen Weggefährten vergessen hat. Oder ganz kurz, ich bin erstmal, ihr seid selber Superstars, Bruder, ihr habt ihr 100 Teile in einen Tag ausverkauft, ich möchte gar nicht mehr mit euch reden, erstens. Zweitens, das war nur wegen Scheiern. Ich bin doch sein Mitbringsel. Zweitens, darf ich zweitens sagen, oder nicht? Hier wird ein Gast nie ausgeschlossen. Hier darf keiner ausreden. Zweitens, ich war ja dann auf Tour. Wie soll ich kommen, Bruder? Wie soll ich von Oktober, wo ich unterwegs war, 30 Termine, wie soll ich kommen? Jetzt, guck mal, Oktober bis 16.12. habe ich da habe ich ein bisschen Ruhe gebraucht. Wo bin ich hier? Direkt da. Direkt. Das ist ein sehr gutes Argument. Die Erklärung finde ich auch gut. Ich bin auch wieder da. Weißt du, was ich meine? So. Ey, das ist stark. Und
Ich habe mich auch immer gekümmert. Habe ich dich nicht angerufen? Lass trainieren, lass dies machen, lass das machen. Habe ich dich nicht angerufen? Ja. Bist nicht rangegangen, hast eine neue Nummer. Hast du mir nicht gegeben. Der ist stark, der ist vorbereitet. Ja, der ist gut. Aber der ist nicht, der ist vorbereitet. Nein, ich bin genommen. Nicht vorbereitet, ich sag nur die Wahrheit. Ja, genau deswegen. Ja. Ich sag, was kann man da ändern? Ja, weil ich die Wahrheit sage, so, brauche ich nicht vorbereitet zu sein. Also, was soll ich denn? Ja. Wir haben ja endlich einen. Also, ich muss mal die Zuschauer ein bisschen jetzt vorbereiten. Briefen. Wir haben einen Zeitzeuge. Ja. Ja, wir haben einen Zeitzeuge, das ist Mariano. Wir haben einen Zeitzeuge, weil das Gerücht schwirrt so ein bisschen in der Comedy-Szene rum, dass es jemanden gibt, der Rituale, die er selber erfunden hat, vor eure Shows mit einbringt im Backstage, um eine Liebeshymne auf sich zu halten. Dieses Gerücht gibt's. Er macht immer einen Kreis und erzählt dann immer, wie krass er ist. Und wie krass er... Ja, Mariano! Nein, wie krass er ist. Du warst bei einigen Sachen dabei. Ich wollte sagen, kannst du dieses Gerücht bestätigen, dass es jemanden in der Comedy-Szene gibt, der denkt, er ist der Beste von allen und muss das auch immer einen Preis geben? Ohne Namen zu nennen. Ob es jemand gibt in der Comedy-Szene, der denkt, er ist der Beste von allen. Genau, und der es auch immer sagt. Und jeder muss ihm zuhören, jeder muss das aufgeben, was er gerade in dem Moment tut. Er holt die, er ändert einfach Reihenfolgen, wie er auftritt. Ja. Ja, so ein Verrückter halt. Nee. Also hab ich, aber guck mal, ich oder was? Nein. Jetzt was seid ihr? Da bewegen wir uns gerade hin. Nein. Ja, wir bewegen uns hin. Du kommst noch drauf. Du kommst noch drauf. Ich, aber ich bin's nicht. Nein, du bist es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie eine Reihenfolge geändert oder sowas. Nizar. Nein. Ja. Nizar, also Nizar denkt auf jeden Fall, dass er der Lustigste ist. Nein. Das auf jeden Fall zu 1 Milliarde %, Bruder. Ich siebter Platz. Zu eine, Bruder, siebter. Sei leise. Sei leise. Du bedenkst auf jeden Fall, also er ist aber auch nah dran. Also für mich ist er einer der Lustigsten. Ja, das zählt für mich. Offstage. Einer der Lustigsten ist für ihn, du Chirp. Offstage. Offstage, Top 3 in Deutschland, 100%. Offstage. Auch noch, ne, nicht mal da, Top 1. Ja, nein, Bruder. Top 3, Bruder, Top 3. Du okay. Hast, es gibt Tage, Bruder, wenn wir die richtig, ich will jetzt hier denken, Bruder, wenn du Halit einen guten Tag erwischst, ja, Bruder. Ja, das ist keine Chance. Ey, Bruder, ja. Halit nimmt dich auseinander, ja, Bruder. Das ist keine Chance. Der Abdel, einen guten Tag. Abdel und der, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, also Backstage. Abdel Budi? Boah, Abdel Budi tötet dich. Ja, wenn er so in diese... Der macht, wenn der in seinen Modus geht, Bruder, der hat bei mir... Auch letztens auch. Vorletztes Jahr. Das ist ja das Krasse. Ich bin vor 2 Jahren hier gewesen, ne? Oder vor anderthalb Jahren. Vor 2 Jahren. Ja, 2022. Das war bevor meine Tour überhaupt begonnen hatte. Ja. Da hatte ich noch nicht mal eine Tour, da hatte ich nur eine Preview-Show, eine in Frankfurt. Ja. So, und ich war dann danach irgendwie im Oktober oder November war ich in dem Jahr 2022 mit Abdel in Berlin. Bruder, der ist gekommen. Der hat angefangen, einfach so von Seite. Fängt an, ich bin einfach vor meiner Show gestorben. Ich gehe auf Bühne mit Tränen von dem noch. Ja, Bruder, der ist so Abdel. Aber ich war jetzt auch wieder das mit dem. Das ist nicht mehr korrekt. Schönen Grüße an Abdel. Ich war auch jetzt wirklich? Wieder mit also dem. Ist und brutal. Dann er findet ja diese Impressions einfach manchmal so. Ja. Einfach so aus dem Nichts. Ist ja das. Wir sitzen so und er sagt: kennst du diese Briten, die früher so Gangster waren und jetzt predigen? Und dann fängt er so von alle. Und dann macht er die Gedanken. Der schreibt selber Drehbuch. When I was drinking with the when girls. When I was drinking. Ja, so, der macht das so geil. Wir haben so kaputt gelacht. Der ist schon echt lustig. Also der hat auch so, nur so, der hat so einen Fußballtick. Der hat wieder Fußball geguckt auf so einem Handy. Und dann ist er so ausgerastet wegen seiner Mannschaft. Ich kann doch mit ihm kein FIFA spielen. Ja, der hat so einen Tick. Der ist der netteste Mensch. Ja, aber da ist der rastet, dreht durch. Der hat so einen Tick so bei Fußball, keine Ahnung. Ja, also guck mal, ich persönlich, um jetzt auch nochmal den Kreis zu schließen zu deiner ursprünglichen Frage. Also, Nizar ist schon ein Typ, der ist so ein bisschen Diva auch, ne, das ist ja bekannt, aber das ist ja bekannt, ich dachte, das weiß jeder. Aber gibt es wirklich so Kreise, die er veranlasst? Natürlich, aber das gibt vor und nach der Show. Vor und danach. Wie danach auch? Mach ich das zweimal? Natürlich. Ja, manchmal danach auch. Danach kommt mal alle zusammen, bitte. In Bielefeld, hast du gesagt, Bruder, einfach so. Ich dachte, Bruder, richtig Amja geworden. Chill mal ganz kurz, Bruder. Der hat Rede davor und danach gemacht. Wie fängt der denn an? Bruder, wie Trainer. Der kommt, komm alle zusammen. Also, ich kann jetzt nicht aufstehen, aber ist immer das. Also, ich möchte eine Sache sagen. Für euch alle. Cheyenne, hörst du zu? Hör auf zu trinken. Hör mir zu. Ich brauche deine volle Aufmerksamkeit. Nisa, hör auf zu trinken. Guck mich an. Lehn dich nicht weg. Ich brauche deine Energie in meine Richtung. Hör zu. Krank du bist. Also, ich möchte sagen. Ihr lügt. Erstens, es ist. Hör zu, warte kurz. Ich sag genau deine Worte. Korrigiert mich, ob ich falsch liege. Ja. Alle hier drin. Er sagt: Erstens, ich weiß, dass ihr alle aufgeregt seid, weil ich im Raum bin. Das ist immer das Erste, was er sagt. 1:1. Oder nicht? Ja, 1:1. Oder nicht? Sag doch, Bruder. Okay. Ich weiß, dass ihr aufgeregt seid, weil es euer Traum ist, mit eurem Star, eurem Vorbild, in derselben Umgebung zu sein. Aber ich glaube an euch alle, dass ihr auch eines Tages Star sein werdet. Mariano,
Du wirst ein Star, ich weiß 100%, du siehst gut aus. Du hast ja dieses hängende Auge, dein Gesicht ist ein bisschen flach, aber du wirst ein Star, 100%. Ja. Ja. Bernd, das Brot ist dein Cousin, aber du wirst, ich glaube an dich. Ja. So, der, so. Ich bin Motivator, er ist Motivator, 100%. Ja. Aber. Ich motiviere. Ja. Wenn er aber alle motiviert hat, kommt er nochmal zurück zu sich selbst? Natürlich selbst. Ja, ja. Er muss anfangen und dann Ende. Das ist ja wie eine Rede. Hauptteil, Mittelteil, Schluss. Aber was sagt er am Ende der Show? Da hat er ja alles schon gesagt. Ja. Stimmt, kann gar nicht sein. Sagst du, ja natürlich, du pushst dich ja dann bist du ja ein Mentor danach. Weißt du, was ich meine? Nachdem du uns alles zu Stars gemacht hast, sagst du, ich weiß, dass ihr immer zu mir aufschauen werdet. Aber ich möchte euch sagen, ich bin immer für euch da. Ja. Als großer Bruder, als Mentor und... Als euer Lieblingscomedian. Weißt du, irgendwie. Ja. Warum so machst du das? Diese Reden? Das Rede, die reden ja auch untereinander. Also, ich finde das. Da bist. Ja, ich finde das total lustig. Also, ich sag dir ganz ehrlich, das ist mein Lieblingspart eigentlich. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht in dieser auftrete. Ich weiß nicht, ob er die letzten 5, 6 Male hat er immer gesagt. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert. Die Leute sind so, ich komme. Er sieht da beim Ganzen und dann sagt er, ich habe mich kaputt gemacht einmal. Er sitzt so und sagt ganz leise, okay, da kommt er wieder, es geht gleich los. Weißt du noch? Ja, das war so geil. So, und dann habe ich noch so versucht, mich rausgeredet. So, woher willst du das wissen, was ich jetzt mache? Ja, okay, ich warte, was willst du denn machen? Ja. Dann nicht so, weiß ich nicht, ich überlege mir das jetzt von da. Das war so geil. Ey, das war so. Also ich liebe das an ihm auch, weißt du, was ich meine? Das ist so, ich finde das einfach lustig. Das ist wie, als ob jemand so einen geilen Gag hat. Ja, weißt du, so eine, der einfach totgeritten wird. Der einfach totgeritten und einfach, du machst jedes Mal, weißt du, was ich meine? Niemand nimmt das ernst, das ist geil. So, ich finde das gut. Ja, ich finde das auch gut. Ich finde das gut. Ich finde auch, du sollst das beibehalten. Ich finde das geil. Ich finde auch noch geiler, wenn du das machst, wenn nur einer dabei ist, der dich kennt und alle anderen wissen nicht, was passiert. Ja, genau. Und die sind dann so, okay. Ja, okay, weißt du, was noch geiler wäre? Wenn das so im Quatsch-Comedy-Clip macht, ja, wo ihn keiner kennt. Weißt du, was das wäre? Am besten, glaube ich, wäre es, wenn ich irgendwo hinkomme, wo nur Leute sind, die über mir sind in der so, ja, Thorsten so Özcan, Sträter, Thorsten Sträter, Felix so, alle. Und dann sehe ich dann, sag, guck mal, ich weiß, dass ihr sehr nervös seid. Weil ihr euch niemals vorstellen konntet, mit mir den Raum zu teilen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese großen Comedians wirklich nervös sind, mit dir aufzutreten, aber nicht, aber nicht wegen Ding, weil sie uns dann gecancelt werden, Bruder. So. Oh, nee, doch schon autistische Züge, Alter. Nein, findest du? Doch. Ja, auf jeden Nein. Fall. Aber ich habe auch welche. Ja. Ich habe auch welche, 100%. Aber was sind die in YouTube? Weil, guck mal, wir haben das schon oft diskutiert. Wirklich? Guck mal, kennst du dich aus mit Autismus? Ja. Weil ein Autist ist für mich so Dustin Hoffman bei Rain Man. Ja, aber das ist ja, guck mal, es gibt ja ein Spektrum von Autismus. Also, ich kenne mich jetzt mit Autismus auch nicht aus, deshalb nehmt es bitte nicht. Egal, wir sind faktenbasiert. Ja, also, alles, was wir sagen, stimmt dir immer. Natürlich, das habe ich vergessen. Ich bitte um Verzeihung. Deshalb entschuldige ich mich schon vorhinein. Also, Autismus fängt ja auch klein an, weißt du, ich meine, es sind so kleine Sachen und ich habe das auch voll oft. Aber was bedeutet das genau? Also, dass man ein Autist ist? Bruder, Nisa und Salim. So, was bedeutet das? Nee, Salim ist auch 100% Autist. Also das ist ja, aber Salim ist ja ein Wahnsinniger. Nein, doch. Salim ist ein hochintelligenter, das ist wie Russell Crowe von Bridge of Mind. Ich schwör auf alles. Manchmal geht er in seinen Modus rein, Bruder. Ja, ja. Du weißt gar nicht, hast du mal gesehen? Salim geht manchmal in Ding. Ich weiß nicht, ob im Podcast auch eine Szene gab, aber schaut mal einfach Salim an, so im Raum. Manchmal ist er so da und auf einmal geht er in so einen Modus. Der ist auf einmal gar nicht mehr anwesend. Ja, weißt du, was ich meine? Der rechnet seinen, aus, wie viele Plantagen CO2-Emissionen. So, und er ist so einer, oh, Nicolas Cage bei Face Off hat irgendeine neue Rolle und das ist aber ein Cover und ein Marvel. Der hat so autistische Züge, die so gar keinen Sinn machen. 100%. Keinen weiter. 100%. Ja. Keanu Reeves Neffe ist eigentlich Russell Crowe's Cousin und Nicolo Portman. Nicolo. Das ist, wenn Nickelodeon am Black Friday, das ist Nicolo. Nicolo Portman. Natalie Portman heißt. Der hat so unnötiges Wissen. So, ja, das Alec ist schon Baldwin. Also, ich glaube auch, Nizar ist Nummer 1. Von den Personen, die ich persönlich kenne, an unnützem Wissen, was du nicht brauchst, aber was so brutal ist. Also so richtig krasses Wissen. Also von der Quantität, aber braucht nicht. Ja, braucht es nicht. Es bringt dich nicht weiter im Leben. Es bringt dich nur weiter, wenn du so absurde, wenn du absurde Behauptungen aufstellst wie ich. Ey, guck mal, ich will euch das erzählen. Niemand weiß es. Yeah. Ich kann mich erinnern, das war in der Schweiz, ich glaube, da haben wir das zweite Mal miteinander gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Yeah. Ich will Backstage irgendwas erzählen, über den Film, über den Superheld, irgendwas sag ich, ey. Nur ich weiß es. Ja, ey, ich wollte euch noch was erzählen und das ist eine Sache, die weiß nur ich. Und dann kommt er so, genau Leute, 8 Milliarden Menschen auf der Welt, nur aber weiß. Nur ich weiß es, niemand hat es. Aber so ist Nisa, so, wir haben Meeting, so, wir reden über wirklich Umsummen und nächste Projekte für den Podcast und da ist so ein CEO, der so
40 Jahre lang nur mit so Herbert Grönemeyer so gearbeitet hat und der sagt irgendwas und alle so, ja, und der so, ja, das hat Stallone bei Cliffhanger auch gesagt. Das ist einfach krank. Ist auch so ein Typ, wenn du zum Beispiel irgendwie, es geht um ein Projekt, so, es geht darum, so entscheidende Phase, machen wir jetzt Geschäfte oder nicht mit irgendjemand, dass er dann aufsteht und sagt, ja, okay, aber wer ist der am häufigsten mit Jean-Claude Van Damme, die reden doch gerade. Nein, das ist noch schlimmer. Also guck mal, wenn es Entscheidungen gibt. So entscheidende Fragen, die für dich einfach sagen, was ist das für ein Mensch? Weißt du, wie Entscheidungen... Aber du nimmst einfach so random Frage von Filme. Weißt du, wie so Entscheidungen hier laufen? Das sind wirklich filmreife Entscheidungen. Ja. Yeah. Wir müssen... Ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe auch ein eigenes Leben. Yeah. Er auch, teilweise. So, wir müssen dann unten sitzen. Wirklich sitzen. Und es darf uns nichts fehlen. Wir brauchen Wasser, Cola, Shisha. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Das genau. Und wir müssen sitzen. Und er läuft vor uns. Und er ist ja über uns. Yeah. Ja. So, weil wir dürfen ja nicht stehen. Ja, stimmt. So. Er läuft dann und sagt dann, so Leute, wenn ihr mich respektiert. Ich finde auch geil, der Finger ist original einfach. Ja, der Finger wenn ihr mich respektiert, unterbricht ihr mich nicht. Alle Fragen danach, die ihr habt, könnt ihr später stellen, wenn ich fertig bin. So, also, hört ihr mir zu? So, und dann wie so, ja. Und dann geht das. Und dann geht's. Und geht's. Und geht's. So zwei Stunden. Ja, Bruder. Und wenn ich einmal nur so mich bewege, wohin? Ich so, ich wollte aufs Klo. Ja, warte doch, bis ich fertig bin. Sei doch nicht so respektlos, du dreckiger Iraner. Ja. Und dann müssen wir wieder so eine Stunde zuhören. Und dann, ich will nicht alleine diese Entscheidung treffen. Deswegen, weil ihr meine Brüder seid, frage ich euch. Aber es wäre schon respektvoll, wenn ihr mir zustimmen würdet. Aber... wir sind ja ein Team hier und es ist eine Teamentscheidung. Wenn ihr aber mich fragt, würde ich das nicht tun. Mein Bauchgefühl sagt, nein, ich will das nicht. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dann mache ich das. Dann opfere ich mich für euch. Ja. Und dann sagen wir, ja, okay, dann machen wir halt nicht. Ja. Und das sage ich dann, boah, ihr seid meine Brüder. Ja, ja. Das könnte aber auch eine Frage sein. Willst du oder nicht? Ja. Dann wird es auch fertig sein. Ja, aber ich finde. Aber dann so fehlt der emotionale Erpressungsteil. Ja, genau. Genau. Und früher, wo wir das alte Büro noch hier hatten, bevor es jetzt renoviert, also wir müssen ja noch renovieren, dann hat er ja noch die Treppe gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Ja, yeah, natürlich. Wenn wir so FIFA und so gespielt haben, ist er immer auf der Treppe und dann müssen wir immer hochgucken. Unseren Sir. Unsere Oheit. Scheiße, ja. Ja, egal, aber dafür hast du gute Züge. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mehrere Züge. ICE. ICE. Die gehören dir, oder was? TGV. Was ist ein TGV? TGV, der aus Frankreich. Der aus Frankreich dazu. Der ICE aus Frankreich. Ja? Ja. Ich dachte, das ist so ein Fußballspieler. Nee, TGV. Das ist ja, PSG. Das ja, ist so. Ja, genau, ja. Dasselbe ist gleich. Ja. Bist du Fußballfan? Ja. Echt? Was? Ja, SC Neapel. Stimmt, der hat doch selber gespielt. Ich hab selber gespielt, ja. Warst du gut dabei? So richtig gespielt oder so wie er in Rüsselsheimer Shisha Café? Nee, ich hab schon... Ich war fast Profi bei Eintracht. Nee, ich hab eigentlich immer gedacht, dass ich... Also ich wollte eigentlich immer Profi werden, ich war aber leider zu schlecht, um ehrlich zu sein, um ganz klar das zu sagen. Boah, das erste Mal, dass einer ehrlich ist. Ja, ja, also ich war einfach zu schlecht, also das Ding. Aber ich wollte immer Profi, ich habe auch immer eigentlich gut gespielt. Also so, wo hast du gespielt? Also das Höchste, was ich gespielt habe, Oberliga. Hm. Ich war auch mal im Regionalliga-Kader, habe ein halbes Jahr dort trainiert, zweimal am Tag, so, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe da gemerkt, das ist schon zu hoch für mich da. Das heißt, auch das Trainingspensum und so, da merkt man, dass da... Okay, nee, ich war athletisch schon immer stark, weißt du? Also ja. Ich war immer sehr, sehr schnell, weißt du, körperlich halt stärker, aber also ich konnte auf jeden Fall mithalten, aber da hat das einfach dann die Geschwindigkeit mit dem Ball, technisch war das einfach dann, das war für mich dann einfach so, ich habe gemerkt, oh, die sind schon stark hier, weißt du, was ich meine? Die sind schon, das ist schon alles sehr kalkuliert, weißt du, ja. Wenn der Ball mitgenommen wird, eine Berührung, bam, die sind direkt da, wo die sein müssen. Bei mir war das alles noch so... Ja, das ist noch richtig Technik und so alles. Ne? Ja, ja, also man merkt auch schon so die Unterschiede, also man denkt so, zum Beispiel auch so ein richtiger, sag ich mal, Holzspieler in der Bundesliga, wenn du zum Beispiel jetzt in der Landesliga oder Oberliga spielst, du merkst, der würde alle auseinandernehmen. Da ist eine ganz andere... Ah, so merkt man das schon? Ja, ja. Das heißt, der Unbekannte, der bei Gladbach auf der Bank sitzt, wenn der in die Regionalliga geht, der würde alle zerstören? Nicht unbedingt, aber man merkt schon, dass er ein gutes... Also wenn es ein solider Spieler ist, weißt du, was ich meine? Es sind ja nicht alle in der Bundesliga, die technisch stark sind, weißt du, was ich meine? Manche sind zum Beispiel, die springen, bam! 2 Meter hoch, kein Kopf vor. Jeder hat ja seine Stärken. Aber jemand, der zum Beispiel technisch solide ist, wir hatten einen zum Beispiel da aus der zweiten Bundesliga, der hat die Regionalliga auseinandergenommen. Der hat, weißt du, was ich meine, jedes Spiel so 2-3 Leute ausgedribbelt, aber der war nur zweite Bundesliga. Überleg mal, kommt ein Mbappé oder so. Weißt du, was ich meine?
So, ja, aber ich Fußball das, merkst du eben halt krass. Also das ist schon richtig krass gewesen. So, das war da, wo ich halt gemerkt habe, okay, there's levels to this shit. Aber dich hat Fußball wirklich nie interessiert. Auch nicht mal als Kind, so 6-Jähriger im Schulhof. Ich fand Fußball immer unstylisch. Auch so beim Kicken, wenn die im Hof sind. Stallone hat kein Fußball gespielt. Van Damme auch nicht. Ja, du hast so mit 6 kein Stallone geguckt. Ja, klar, wo lebst du denn? Was das ist hat für eine Erziehung. Ja, das hat zum guten Ton gehört. Bei uns. Ich schwöre. Das hast du mit Fußball? Doch, ich schwöre. Natürlich. Ja, ich habe DFB-Auswahl mal gespielt. Ja? Ja, bin aber rausgeflogen, weil ich zu schlecht war. Ja, siehst du, ich habe gar nicht angefangen. Außerdem gibt es keine Fußballspieler. Ja. Ja. Aber in meiner Größe. Messi. Nicht so 1,70. Messi. Messi, Insigne. Einer der besten Spieler der Welt. Wieso heißt er eigentlich wie jemand, der seine Wohnung nicht aufräumt? Ja, stimmt, weil jeder sich seinen Nachnamen aussucht. Guck mal den an. Achso, das ist dein echter Name? Ja, ach was. Nein, sein Künstlername. Ja, ich dachte, da ist so Messuarez und dann, weil er Argentinier ist, dann haben die so. Lionel Messi, oder? Die haben sie sogar mit so einer Behandlung größer gemacht, ne? Ja, genau. Der war noch klein, kleiner. Der war richtig klein. Also der war so. Aber ich bin 1,65. Ja, der ist so, glaube ich, was ist er jetzt? 1,67 ist er. Ja. Sowas. Also er war kleiner als du, dann haben die, hat Barcelona, glaube ich, seine Behandlung bezahlt. Genau, richtig. Der ist so mit 9, mit 12 ist er nach Barcelona. Genau. So aber was haben die gemacht? Wie soll man einen größer machen? Es gab so eine Behandlung. Die haben das wirklich gemacht, das ist auch bekannt. Wieso haben die das bei mir nicht gemacht? Weiß nicht, weil du, wahrscheinlich nicht im Stallone mit 6 geguckt hast. Ganz genau. Der wollte was anderes sagen. Nein, weil die haben ja Potenzial gesehen, dass das der Beste der Welt sein kann. Weißt du, ich meine, natürlich. Ja, aber ich habe ja auch Potenzial. Der im Scheiße reden. Ja. Du hast erst vor 5 Jahren gemerkt, dass du Comedy machen willst. Obwohl dir das seit 30 Jahren Leute sagen. Ja, ich zünde spät. Aber ich zünde. Ja, das ich explodiere trotzdem. Das stimmt, ja. Ist es im Fußball so, dass die Größe aber was ausmacht? Kann so ein Kleiner so gut wie ein Großer sein? Natürlich. Also gibt es diese der körperliche Man merkt auf jeden Fall einen körperlichen Unterschied, aber es sind ja andere Qualitäten, die dann jemand hat. Also wenn jemand. Oder du bist so ein Mutant wie Haaland. Genau, der zum Beispiel. Hast alles. Der gerade alles zerstört. Ja, ne? Genau. Könnte ein Messi jetzt, wenn die gegeneinander Fußball, kann ein Messi auch was gegen den machen? Weil er ist ja körperlich in jeder Hinsicht. Der wird ihn auf dem Feld zertreten. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie beim Basketball. Aber man muss ja auch nochmal sagen, also ein Haaland ist jetzt schon sehr stark, aber jetzt, also man kann es auch nicht vergleichen, weil es beide Stürmer sind. Weißt du, was willst du machen? Eins gegen eins oder was? Ja, Stürmer, der hat diesen Song gesungen. Ich kriege nie genug. Ja, Christina Stürmer. Christina. Ja. Genau, ja. Die sind Cousins. Mit Halle. Stimmt, weil Sturm knallt ja auf Abwehr. Genau, Felix Sturm auch manchmal. Mit seinem Jab. Ah, gut. So. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr gefährlich. Sturm knallt auf Abwehr, nicht Sturm auf Sturm. Genau, und deshalb kann man die nicht wirklich vergleichen. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, eins gegen eins, wenn die spielen würden, Messi wird den fressen. Also meinst du? Ja, 100%. Was? Keine Chance. Messi ist viel zu stark im Dribbling. Haaland hat doch kein Dribbling, Bruder. Ja, aber der hat einen Körpereinsatz. Ja, aber der muss ja vorbeikommen an Messi. Ja, aber der ist doch so ein Mutant. Ja. Wie soll er vorbeikommen? Der ist aber schneller als Messi, oder? Natürlich, im Lang, aber nicht auf, was soll er machen? Also er will sich den Ball vorbeilegen, auf 1 gegen 1 machst du immer auf. Sagst so du 30. Auch? Also ich glaube auch, an Messi kann keiner stoppen, egal wer. Unmöglich. So krass. Du musst überlegen. Jetzt übertreibt. Du musst dir überlegen, guck mal. Stoppen. Also das Messi. Das hat man damals über Van Damme auch gesehen. Sehr stark. Nee, also ich persönlich, aber man wird es ja wahrscheinlich niemals herausfinden. Aber ist es so, weil bei Haaland, das, was ich immer so mitbekomme, die sagen ja auch, der ist ja auch so ein Mutantenfreak, körperlich, also so ja, genetisch. Ja, natürlich, der ist brutal. Ja, das bringt dir dann auch viel mit. Es ist nicht so, dass man sagt, aber er ist Skill-Level-mäßig eventuell auf Messis Level, aber dann seine körperliche Überlegenheit kommt dann auch ins Spiel, oder ist es nicht das so? Das kann man gar nicht vergleichen. Also Haaland ist einfach ein geborener Stürmer, der ist groß und der ist körperlich sehr stabil. Du musst überlegen, es geht ja immer darum, wer sind die Verteidiger? Die Verteidiger haben die gleiche Statur wie er. Ja. Aber er ist halt genauso stark wie die oder stärker. Und verstehst du? Und noch Skills. Und dann noch Skills, weil er hat einen super Schuss, er hat gute Kopfball, er ist brutal schnell. Dann hat er natürlich Vorteile, weil er gegen die Leute halt sich misst. Messi ist ganz anders. Messi muss sich auch gegen die Großen, aber er ist halt noch mal ein Tick wendiger am Ball. Und du musst überlegen, er kommt an diesen Leuten, er zum Beispiel, was er mit Boateng damals gemacht hat, war das 2012, 2013, wo er gefallen ist, 100 Leute haben Meme gemacht. Boah, der hat ihn einfach ausgedribbelt. Wann war das? Aber Halbfinale. Das war so ein wichtiges Spiel. Der hat ihn auseinandergenommen. Das war Boateng. Weißt du, was ich meine? Also Weltmeister. Deutschland war mal im Halbfinale. Nicht Deutschland, das war Bayern. Ich sagen, Bayern gegen Barca. Die kriegen erste Runde raus. Bayern gegen Barca. Ja, 2014 haben sie tatsächlich gewonnen. Bei dem nichts mehr. Ja, so, aber es halt. Ja, macht euch beliebt. Vor allem bei den deutschen Podcasts. Kein Problem. Ja, ich mag aber das ja. Ey, unsere Mannschaft geht doch nicht. Ja, warte. Was ist da los? So, aber weißt du, was ich meine? Der hat Leute schlafen gelegt sozusagen. Mhm.
die ihm physisch weit überlegen waren, aber er ist einfach wendiger und das Dribbling bei ihm ist brutal. Hat er das aber dann auch, weil du gerade Boateng gesagt hast, hat das also anscheinend auch öfter mit so Weltklasse-Leuten gemacht? Ja, das also ist ja das, was ich meine. So alt ja, aussehen lassen. Genau, komplett, komplett. Oder zum Beispiel Ronaldinho ist auch nicht der Größte. Ronaldinho ist, glaube ich, 1,80, 1,79. Und was er gemacht hat mit, keine Ahnung, Salgado, mit Ding, mit Hierro, mit ganze Real Madrid Galacticos-Abwehr. Der hat die komplett alle mal nach Hause geschickt. Krass, also ist Messi wirklich so, dass man sagt, der ist der... Der ist schon stark, ja. Ist schon, also für mich, der, jetzt seitdem er Weltmeister geworden ist, für mich der Goat. Beste. Ja, das ist schon der Goat. Er ist die Eins. Ja, also davor hätte ich immer Ronaldo gesagt, weil Ronaldo mehr Spirit hat und der hat es geschafft, so aus Portugal eine Europameistermannschaft zu machen, weißt du, was ich meine? Aber jetzt Messi, das war das erste Mal, dass Messi wirklich die Eier in die, auf den Tisch gelegt hat. Sagt ihr auch Messi über Ronaldo? Jetzt mit Weltmeisterschaft, sag ich ja. Sagst du? Obwohl ich immer anderer Meinung war. Kannst du nicht. Nee, Maxim stimmt nicht zu. Ja, aber ich war da vorher ja auch immer anderer Meinung. Mhm. Aber jetzt ist halt, der hat so ein Level erreicht, er hat halt was geschafft, was wirklich schwer ist zu schaffen. Eine Mannschaft ins Finale zu bringen und dann die Verantwortung auch zu übernehmen. Weißt du, was ich meine? Wichtig zu sein für diese Mannschaft und dann zu gewinnen. Das ist dasselbe, was Maradona zum Beispiel auch gemacht hat, weshalb Maradona für mich auch der Beste war. Hat Messi jetzt, beide sind ja noch Argentinier, ist er jetzt über Maradona in der GOAT-Rangliste? Nein, das für mich nicht, aber er ist gleiche Stufe jetzt gegangen. Ich glaube, das ist die andere Zeit. Ja, auch. Das ist immer die Zeit, guck mal, wie viele GOATs haben wir, wo wir sagen, jetzt Legenden oder lebe den ja, Legenden. Ja, aber wenn ich jetzt... Wir reden ja immer von den gleichen. Ja. Pelé, Maradona, Zidane. So. Ja, aber es sind, wenn man ehrlich ist, es sind immer so 5, 6 Namen nur, die fallen. Ja, ja. Also es ist genau. Schon eng. Aber achte drauf, alle Namen, die genannt werden, sind alles Leute, die Weltmeister geworden sind. Und Ronaldo alle. Ist kein Weltmeister geworden. Genau, aber er ist trotzdem dabei. Ja, aber du musst überlegen, mit Portugal Weltmeister zu werden, ist schon sehr schwer, Bruder. Das ist wie zum Beispiel, deshalb ist Maradona ja auch so... krass, wird auch so krass hochgelobt, der ist mit Neapel war nichts. Du musst überlegen, stell dir vor jetzt, Messi wäre zu Eintracht gekommen und Eintracht gewinnt Champions League, Eintracht wird Meister, wegen ihm. Er führt die Mannschaft an. Die spielen genau gleiche Mannschaft wie jetzt, nur Messi ist da, aber er zieht die Mannschaft mit. Das hat Maradona gemacht. Deswegen, mein Vater hat mir das früher auch immer erzählt, er hat mir gesagt, dass Maradona in Italien so ein Volksheld ist. In Neapel ist er ein Gott. So, also wirklich, der hat gesagt, Gott, der ist da... Der ist Nummer eins, also der ist überall, ich glaube, keine Ahnung, es gibt hunderte Gemälde von ihm an so Wand mit so Spray, aber so wirklich, er ist dann wie so ein Heiliger und so. Es gibt das überall. Heißt, Neapel war gar nicht so eine der besten italienischen Mannschaften. Nein, das war schlecht, also... Aber warum ist er, wenn er damals so ein Talent war, überhaupt dahin gegangen? Also der verkokste Maradona. Nein, der war doch noch nicht verkokst. Ja, doch, der hat schon ein bisschen... Auch schon da? Ja. Also es gibt viele Gerüchte, dass... die Mafia. Mafia ihn halt überzeugt hat, aber nicht im Sinne von Drogen. Wie überzeugen die denn eigentlich? Nee, aber nicht also. Über Drogen, sondern Neapel ist sehr herzlich, so als Stadt, weißt du, was ich meine, sind sehr, sehr warme Menschen, ne? Und er war in Barcelona, war ja einfach nur ein Spieler, er war der Beste zwar, aber er war so ein Spieler von, waren nur Stars und es hat ihm nicht gefallen. Maradona wollte immer besonders sein. Und Maradona ist ja auch so, der ist so ein fröhlicher Mensch, der will so Ding, der will Party machen gehen. Ja. Und die haben ihm gesagt, komm zu uns nach Neapel, wir zahlen dir das Geld, wir zahlen dir dies, du kannst bei uns alles machen, was du willst. Aber du bist hier gehandelt wie ein König. Und er wollte König sein. Weißt du, was ich meine? So wie Ronaldo jetzt in Saudi-Arabien. Weißt du, also das war eigentlich das Angebot, was ihm gesagt. Du kannst in Barcelona bleiben. Ich glaube, das hat sogar der Typ damals gesagt, der Präsident von Neapel. Du kannst in Barcelona bleiben. Du kannst hier eine super Karriere machen. Vielleicht wirst du auch einen Ballon d'Or gewinnen. Du wirst Champions League gewinnen und so weiter und so fort. Aber du wirst in die Geschichte gehen als ein guter Spieler, einer der besten Spieler. Fertig. In einer Mannschaft, genau, die schon diesen... Genau. Und dann hat er gesagt, wenn du nach Neapel kommst, wirst du ein Gott werden. Und das dann die Geschichte, und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Und er hat wirklich, also er, nur er, war derjenige, der das dann so gedreht hat für Neapel, dass sie diese ganzen Titel gewonnen haben. Komplett, so, er, komplett. Ja, okay, das ist aber auch schon ein Motherfucker. Wenn ja, Maradona war ja schon ein guter, auch krasser Spieler. Du musst halt überlegen, der hat das gemacht, was zum Beispiel Ronaldinho, also in den 80er Jahren, der hat das gemacht, was Ronaldinho in 2 Jahren gemacht hat, weißt du, was ich meine? Hat er mal 10 gemacht mit Leuten... Boah. Die viel schlechter sind. Und genau, aber der hat gegen Ronaldinho hat bei Barcelona gespielt. Eben, eher eine Superstar-Mannschaft. Im Rücken hatte der Piqué, Puyol, weißt du, was ich meine? Hinter sich hatte der Dani Alves, der hatte, wie ist der Ding, Abidal, weißt du, was ich meine? Der hatte nur so Xavi, Iniesta, so, der hatte die Besten. Maradona hatte niemand und der hat gespielt gegen Mailand, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten, weißt du, was ich meine? Der hat gegen Baresi gespielt, der hat gegen die Besten gespielt und hat die... Die haben ihn ja bei Juve, es gibt so Spiele, wo die nur die Juve-Sachen zeigen, gegen Juve. Die haben ihn gegrätscht, der hatte hier Blut, alles, der ist trotzdem vorbeigelaufen. Weißt du, was ich meine? Der ist so, das war schon eine andere Zeit auf dem Fußball. Also der ist schon stylisch. Ja, der ist schon der Beste. Das ist schon King, Alter. Meine Lieblingsmannschaft war damals 2006 Milan. Ja? Klar, mit Seedorf, Shevchenko. Ja, das war stark. Pirlo, Rui Costa. Die hatten eine Mannschaft, das war schon krass. Maldini, Nesta, Costa Curta, Cafu.
Das war schon stark. Cafu war auch noch da, stimmt. Ja. Das war brutal. Das war eine brutale Mannschaft. Ja. Ich glaube, dass wir vielleicht in 20 Jahren oder in 30 Jahren genauso über Ronaldo sprechen und ja. Messi. Ja, ja. Also ich über Maradona. Ich glaube, das ist die Zeit. Ist Haaland jetzt auch auf dem Weg, so ein Goat zu werden? Wenn er so eine Karriere weiterhin hinlegt, ja. Auf jeden Fall. Safe. Also ist auch, ich glaube auch, dass er so, ich meine vom Style her, man muss ja auch immer so Position bewerten. Zum Beispiel, für mich, wenn du mich fragst, wer ist der beste Stürmer aller Zeiten, würde ich sagen Ronaldo R9. Weil er für mich am stylischsten also der war. Original der Original Ronaldo. Der so. Was bedeutet Original Ronaldo? Man sagt gab ja den brasilianischen Ronaldo. Ach so, der mit der Zahnlücke. Ja. Genau, der zu dick ist. Ja, ja der stylisch. Der war stylisch. Den ja. Habe ich übertrieben gefeiert. Fand ich auch besser als der, also geiler anzusehen. Ja, ich weiß, wer das ist. Der hat mit diesem anderen Brasilianer gespielt, der diese fetten Oberschenkel hat. Roberto Carlos. Genau, that's what's up. Also warum wird der nicht so gehandelt als, also wieso hat der nicht diese Position wie diese anderen, dass der so als Goat genannt wird? Ja, der mit der Zahnlücke. Ich glaube, erstens, der hat ja nicht so eine lange Karriere gehabt und zweitens, der ist halt schon, der hat sich schon gut gehen lassen, der Bruder auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du den mal am Ende der Karriere gesehen ja, hast, weiß, war so, ja. 10, so 15 Kilo drüber. Wie Nassim ist der jetzt. Ja, aber der ist noch, ja, schon so, genau, Prince Nassim meinst du, ja, der genau, Ding? Ja, genau, ja. Ja, 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 so ungefähr, ja, 100%. Die haben ja die komplette Transformation von professioneller Athlet zu Rente. Zu Rente und dann ja, Ding. Aber wie, der war schon, so? Der war in dem Athletentum. War, ja. Der noch, war der schon so übergewichtig. Es gibt diese eine Anekdote, da hat er, ich weiß nicht, wo er gespielt hat, Real Madrid oder AC Mailand. Und dann sollte er, hat mit dem Trainer gespielt, sagt, der Trainer kommt zu ihm und sagt, ey, okay, ich weiß, du bist Ronaldo, aber ich kann dich nicht spielen lassen. Ja. Du hast einfach 10 Kilo Übergewicht. Du bist fett, Alter. So. Und er guckt ihn an und sagt, soll ich laufen oder soll ich Tore schießen? Stylisch. So. Und dann hat er ihn nicht spielen lassen und dann kam er rein, 70. Minute, und hat 2 Tore gemacht. Ja, das ist auch nochmal so. Eine Ansage. Und dann ist das, ja, aber er war halt auch krass. Also das war schon einer... der krassesten Stürmer aller Zeiten. Denkt ihr, wenn er auf sich geachtet hätte, ne? Bester Stürmer aller Zeiten, mit Abstand. Wäre der geworden? Ja, ja, ja. 100%. Also einer, der auf seine Ernährung achtet, trainiert, wenn er so, wenn er so diszipliniert gewesen wäre, ja. Wie Ding, ja. Wie Cristiano Ronaldo, ja. Unschlagbar. Bester Stürmer aller Zeiten. Boah. Ja, Cristiano, ich glaube, ist der disziplinierteste. Ja, 100%. Ja, und Disziplin macht voll viel aus. Das kennen wir auch vom Boxen oder so. Man sagt ja immer, Talent allein reicht. Disziplin, Beharrlichkeit. Ja, sorry, dass wir nur über Sport reden. Weltmeister. Ja. Das kennen wir ja vom Boxen. Als Zuschauer, nicht als... Als Zuschauer. Wollte ich gerade sagen, Zuschauer. Alle. Sonst hätten wir ein paar Fäuste später gekommen. Ich hätte euch mal angetestet, ihr zwei Chaps, ja. Alle. Der, dieser Lange, der so aussieht wie ein Pferd. Genau. Ronaldinho. Ja. Ist der Lange, der ist doch klein. Ja, aber der hat so ein langgezogenes Gesicht. Das stimmt. Der Arme. Ja, ja, genau. Sehr, sehr, sehr langgezogen. Hast du aber seine Tochter von Ronaldinho gesehen? Nee. Sie sieht aus wie er. Ja? Echt? Original. Kennst du das, wenn man sagt, boah, ey, das ist bestimmt sein Vater? Ja, deswegen ja krass. Okay. Boah, genau so? Ja, richtig. Auch süßes Gebiss. Boah, was war mit dem eigentlich? Ja, der hatte Ding, ist ja auch, das ist auch einer gewesen, also Ronaldo und Ronaldinho sind beide gleich gewesen, das waren auch so Leute, die Ding, es gab auch, das habe ich letztens gelesen, witzigerweise, weil ich gerade voll viele YouTube-Videos auf so, über Fußball und so weiter schaue, Ronaldinho hatte ein Spiel, ich weiß nicht, wo er gespielt hat, aber ich glaube, das war in, da war er schon in Brasilien, das war jetzt vor kurzem, also so vor 3-4 Jahren rede ich jetzt, und der ist ja nach Brasilien gegangen, hat dort halt brasilianische erste Liga gespielt und dann hatten sie so eigentlich Vorbereitung ist, die müssen morgens trainieren, mittags, abends, die haben so dreimal Training, und es war halt Samstag, und Ronaldinho hat gesagt, sollen wir was machen zu den Mitspielern? Er sagt, was willst du denn machen? Ja, wir können nach Sao Paulo gehen. Er sagt, Bruder, nach Sao Paulo, wir brauchen jetzt 4 Stunden. Er sagt, ja, aber ich kann ja Helikopter rufen. Der ist halt trotzdem, er ist ja immer noch Goat, weißt du, der hat ja Millionen, aber Millionen verdient. Natürlich hat er einen Helikopter. Hat Helikopter, hat so 5, 6 Leute, sind nach Sao Paulo, haben dort richtig gut gegessen, bei Freunden von ihm, so 5-Sterne-Restaurant, alles Ding. Danach haben die noch gefeiert, dies, das. Dann hat er gesagt, 1 Uhr, 2 Uhr. Dann hat er gesagt, wir müssen morgen 7 Uhr trainieren. Er sagt, ja, ja, ich komme dann schon. Dann hat er ihm ein Helikopter gerufen, dass er dann pünktlich da ist zum Training. So, und dann ist er wieder zurück und dann ist er irgendwann so um 4 oder 5 dorthin gegangen, war halt, oder ist direkt zum Training gekommen. So besoffen mit dem. Ja. Den hat gar nichts gejuckt. Manche das war so, die Brasilianer lieben halt manchmal auch ein bisschen zu sehr das Leben. Aber es macht die halt auch aus. Ja, weißt, genau, genau, so. Genau. Es hat doch so ein bisschen Style, so ein bisschen Flair, finde ich. Ja, ich finde das aber auch stylisch. Apropos das Leben. Warum sind wir nicht so? Und leben einfach mal das Leben. Ja, ich glaube, wir sind da zu deutsch, glaube ich. Das ist auch, wir haben so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir ist diese Arbeitsmentalität komplett eingeprägt. Ja, bei mir auch natürlich. Was denn dir? Ja, aber du musst halt überlegen. Nein, wir sind nicht zu deutsch. Er hat recht, wir sind zu deutsch. Ja, wir müssen mehr leben. Ja, so, aber du lebst ja auch nicht richtig, weißt du, was ich meine? Oder bist du jetzt jemand, der so in Urlaub geht, Sachen genießt, weißt du, was ich meine? So extra so ein Steakhouse-Ingenieur. Weißt du, was ich meine? Nein. So, das ist halt, weil wir, so das Umfeld in Deutschland, das prägt dich ja auch irgendwo, weißt du, was ich meine? Genau. So, bei mir ist ja, wir sind ja komplette Gastarbeiterfamilie, weißt du, mein Opa ist hier, glaube ich, 58 hergekommen oder so.
mein erster älterer Opa, der hat, weißt du, was ich meine, der hat in... Mit 6 angefangen zu arbeiten, so. So, ja, das sowieso schon hier. Der war auch im Krieg, weißt du, was ich meine? Der war Kriegsgefangener sogar in Griechenland. So, dann ist er irgendwann rausgekommen. Krass, dann hat sich gedacht, noch mit Costa. Was bist du für ein Typ? Keine Ahnung, oder? Das dann wird viel weiter. So, und dann, ja, und dann hat er sehr früh hergekommen, hat im Kohlewerk gearbeitet, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Weißt du, also ja. das war ja ganz andere Umstände damals. Also 50er Jahre, Italiener sind hergekommen, Portugiesen, Griechen, die haben ja geschlafen in so 6 Zimmerräume. Zweimal so, oder 8 Leute haben dort gelebt in diesem einen Raum, 12 Quadratmeter und Toilette in Ding, im Raum. So wie diese Influencerin in Dubai. Genau gleich, Bruder. Genau gleich, Bruder. Das machen die auch da. Ja. Gastarbeiterin. Nein. Ja, die sind Gastarbeiterin. Die sind Gastarbeiterin. Die sind ja Gastarbeiterin. Nein, das meine ich nicht so. Ach so. Mal, wie ihr das wieder dreht. Sorry. Ich meine diese Influencerin, die sich cool, mit 6 anderen Influencerinnen so ein Bett, also einen Raum teilen. Ja. So ein Plumpsklo. Aber dann zum Address Skyview von Burj Khalifa ein Foto machen und dann sagen, boah, ich bin heute Morgen aufgestanden. Mm. Das gibt's ja auch. Wir reden nicht nur von den Escort-Damen. Habe ich auch gar nicht gedacht gerade. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ich hab genau das gedacht, was du gerade gesagt hast. Ich auch. Ihr seid so schlimm. Nein, wir haben das so gedacht. Ich habe genau das gesagt. Ja, du hast also, ich wollte genau das. In diese Diskussion. Ja, ja. Ihr seid so schlimm. Nein. Wir haben vorher noch darüber geredet. Ja. Du kannst dich erinnern, diese Dinge, was wir reden. Wir haben vorher darüber geredet. Das ist witzig, dass du es ansprichst gerade. Das war genau das, worüber wir auch reden wollten. Um ehrlich zu sein. Zwei Schlingel. Wir sind aber, ich glaube auch, wir sind nicht diese Lebeleute. Also, wir haben gar nicht diese Mentalität, dass wir sagen, ey, heute Samstag, heute mache ich einen Tag für mich. Du ziehst dich extra schön an mit Hemd. Du gehst so einen Espresso trinken in der Stadt alleine, liest so eine Zeitung. Ja, ja, so. Dann gehst du, ja, ja, genau. Weißt du, ich meine, diese... Ja, nein, das ist nicht unser Style. Denkst du, das würde passen zu uns? Also ich bin nicht so. Also das ist, ich bin eher so... Weil ich überlege, ob das passen könnte, eventuell. Wir sind ja so eher Jogginghose, kommen, wir gucken einen Film. Ja. Von 80er Jahren. Ja, Bruder. 100% jedes Mal. Und er guckt den Film so mit uns, ob er den das erste Mal gesehen hat. Ja, so, ich bin da drin. Ich aber er kann ja nicht mitreden. Bei Rambo 1, nein, ich bin eine Eintagsfliege. Oder mein Gehirn... Weißt du, bei Rambo 1... Rebooted Reda. Jedes Mal. Reda war dabei, Zeuge. Oh, Reda, der wieder deine Meinung hat. Bei was? Rambo 1 oder 2 passiert irgendwas und er macht so. Sag ich, du hast den Film doch. Du hast den Film doch 200 Mal gesehen. Das stimmt nicht. Ich habe eine Begeisterung. Ich habe eine Begeisterung. Guck, der weiß es. Aber das ist Rambo gewesen. Das ist mal Rambo gewesen. Guck mal, das muss man ihm eigentlich zugute halten, weil das bedeutet, er ist ja ein begeisterungsfähiger Mensch. Weißt du, was ich meine? Der zwar autistische Züge hat, aber in seinem Herzen eine Seele noch besitzt. Sein Herz ist rein. Reinste, sein mein Herz ist Mosel. Der ist so unlustig. Stark. Aber das ist schon wieder genial. Diese Witze bringst du, oder was? Von Stadtland Fluss einfach. Stark, Bruder. Das ist sehr, sehr stark, Bruder. Ich finde das auch gut. Ja, ich finde das super. Stadtland Fluss würde ich dich zerstören. Niemals. Nur nebenbei. Nein, du kannst uns erstmal nicht zerstören, weil du kennst nur 2 Flüsse in Deutschland. Nein. Also red nicht. Ich kenne 7. Sag 7. Ja, sag 7 Flüsse. 7? Ja, 7 Stück. Sag 7 Stück. Ja, ich sag doch jetzt hier nicht meine Taktik. Bei Stadtland Fluss habe ich eine Taktik, wie ich das mache. Ich spiele nie mit Fluss. Ich finde Fluss unnötig. Ja. Fluss? Ja. Weißt du, ja, wo wir bei dir verlieren würden? Ja. Wenn wir noch so Schauspieler-Star mit haben. Ja, genau. Stadtland-Star. Ja. Stadtland-Star. Ja. Total. Ja, ja. Das ist so geremixed. Nee. Stadtland. Da würdest du gewinnen. Weil du kennst hier echt alle. Ja, Städte bin ich auch gut, Länder bin ich auch gut. So, aber das macht Bock. Aber Mariano hat ja natürlich, das muss man zugeben, ein sehr ausgeprägtes Allgemeinwissen. Ja? Ja, brutal. Also, das heißt, ich kann mich vorstellen, dass der mich zerstört. Der ist schon gut. Also, das wär schon hart. So, das wird Spaß machen, denke ich. Das wird Bock machen. Der ist halt kein Holzkopf. Das ist jetzt hier das nicht. Apropos Holzkopf. Das ist ein guter Übergang. Was ist diese Five Mics? Also Five Mics ist eigentlich so ein Zusammenschluss aus Comedians hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, die halt leben. Das ist das Costa, Amir, Bruno, Halit und ich. Warum habt ihr das nur vom Rhein-Main-Gebiet? Warum seid ihr so Nazis? Weil wir halt immer gemeinsam abgehangen sind. Weißt du, wir haben immer auf den Open Mics zusammen gechillt und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, lass mal, es gab mal die Möglichkeit, was gemeinsam zu machen. Weißt du, so eine Show. Und dann haben wir gesagt, ey, gehen wir doch gemeinsam hin und sagt, wir können ja hingehen. Und wie es halt so anfängt, weißt du, wenn du mit Jungs bist, ja, wir können hingehen als Crew. Ja, aber wenn wir eine Crew sind, brauchen wir einen Namen. Ja. Und so hin und her. Und dann haben wir als Five Mics genannt. So ist das entstanden. Wer kam auf den Namen? Ich glaube, Amir. Amir kam auf Five Mics? Ich glaube, ja. Oh. Ich glaube, Amir kam auf Five Mics. Okay. Und seid ihr schon auf Tour gewesen? Wir haben schon ein paar Städte gespielt so und wir sind jetzt Ende des Jahres, September sind wir da. Also jawohl. Da machen wir auch eine Tour
Und ja, Tickets gibt es ganz normal auf Eventim. Ich freue mich. In welchen Städten seid ihr? Ist es eine große Tour? Ja, würde ich schon sagen. Es sind schon, glaube ich, so 12, ja, okay. 13 Städte. Ich dachte so 5, da hättest du die runterrattern können. Nee, es ist so. Also, aber alle großen. Köln, Hamburg, München, Berlin, Stuttgart. So Stuttgart, Frankfurt. Werdet ihr auch so im Bus zusammenfahren? Zusammen? Weiß ich nicht, aber. Oder seid ihr so wie nur Edition? Ihr habt so Beef, jeder fährt im eigenen Bus. Nee. Also, ich kann mir vorstellen, dass wir uns dann was holen, wenn wir gemeinsam fahren. Es gibt auf jeden Fall, das haben wir auch schon überlegt, ob wir so ein größeres Auto einfach mieten, so ein 9-Sitzer oder so, damit alles reinpasst. Ja, und so behind the scenes. Ja. Dass man so sieht, die Fahrt, ja. Weil wenn ja. Da so 5 Comedians... Fändest du cool, oder? Ja, 100%. Ich finde das voll geil. Ja, nice. Ich würde auch... Cool. Weil guck mal, gute grad, Idee. Weil gerade Hintergrundarbeiten sind immer das Interessantste. So, ihr seid jetzt auf der Bühne, ja. 12-mal das Gleiche. Ja. Ihr kommt drauf, klatschen die Leute, das muss man sehen. Ja, ja, ja. Aber wie geil ist das denn? Die meisten Lacher passieren ja im Auto, im Hotel, an der Rezeption. Und dann denkt dir, keine Ahnung, kommst du nach der Tour hierher und sagst, ey, weißt du, was wir alles auf Tour erlebt haben? Ja, verstehe. Und dann erzählst du die geilsten Anekdoten von dieser Tour, aber die sind nicht auf Kamera. Ja, krass. Genau, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder also wenn ihr eventuell miteinander schreibt, das kann ja auch sein, dass einer hat ein Bit, dann gibt ein anderer ihm einen neuen Tag oder so einen neuen Gag, sagt, ey, ändere das. Und wie eventuell, so wie diese Material, Arbeit ist, wie sich Material erschließt. Ja, oder entwickelt. Ja, so. Ja, schon eine coole Idee. Also ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eine gute... Gute Idee. Ich glaube, Maxim hat es auch mal vorgeschlagen gehabt, dass man so ein bisschen blockmäßig was macht. Genommen. Jetzt nimmt das. Ja. Nee, also ich fand das auch schon eine coole Idee, aber ich wusste jetzt nicht, jetzt ist ja nochmal, guck mal, wenn ein Comedian das sagt, ist eine Idee, sagt, okay, die ist im Raum, aber wenn jemand, sage ich mal, von außerhalb sagt, ey, das wäre interessant zu sehen, das ist ja nochmal, dann sage ich, okay, gut, es besteht ein Markt. Weil ich muss ja irgendwo auch weißt, sehen, was ich mein, so. Wenn ihr 12 Städte, die werden ja wahrscheinlich kurz nacheinander sein, ne? Ja. Yeah. Ich kriege ja als externer Zuschauer nichts mit, außer wenn ich auf dieser auf Show... Auf der Bühne, ja, der verstehe Bühne schon. Selber genau. Aber wenn ich jetzt sage, ey, ich bin verhindert, ich kann nicht, ich würde gerne erst in Köln kommen, was mache ich aber die 11 Städte davor? Nee. Warum kriege ich nichts mit? Warum sehe ich nichts? Dann freut man sich auch umso mehr. Ja, stimmt. Und stimmt. Und wenn... Hoffen wir nicht, dass es passiert, aber stellen wir vor, es wären noch ein paar Tickets übrig an der Abendkasse. Yeah. Das sind auch nochmal so Dinge... wo die Leute dann sagen, ey geil, das habe ich in Stuttgart gesehen, ja. Köln habe ich gesehen, komm, ich gehe Mittwoch in Mannheim nochmal vorbei, ja. Zum Beispiel. Ja, cool. Ich bin auch Fan von der Konstellation. Ihr seid alle geile Comedians, deswegen finde ich, das ist so eine gute Crew. Also ich sage euch auch ganz ehrlich, also ich weiß, du warst noch nie bei Five Mics oder bei einer Show von uns? Nein, oder so. Okay. Ich auch nicht. Also es ist... Wir wurden ja nie eingeladen. Ja, das zeigt auch, dass ihr euch verändert habt, obwohl... Alle hier bei uns im Podcast waren, außer Amir. Jeder einzelne von euch. Genau. Das nennt man Undankbarkeit. Bruder, wir haben 2 Stück gemacht. Das egal. War, also, ihr das, habt uns zweimal nicht eingeladen. Ja, zweimal zu viel. Ja. Weißt du, wie das wehtut, okay. Diese Storys von euch zu sehen? Stopp! Wie ihr klatscht auf der Bühne. Ich wir möchte haben geweint. Mich im Namen von allen. Entschuldigen. Du bist ein Medienprofi geworden. Recht herzlich. Es ist wie vor 2 Jahren. Ja, recht herzlich. Ja. Möchte ich mich entschuldigen bei euch, weil ihr unsere Brüder, unsere Amjas, unsere Abis seid. Okay. Weil nur durch euch haben wir Ruhm und Erfolg genossen. Und das werden wir euch niemals vergessen. Ja. Geil, Alter. Das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen. Okay, also ich entschuldige mich. Jetzt hast du ihn. Bei allen. Ja, vor allem bei ihm, weil er der Größte von allen ist. Ja, danke. Das ist schon das spirituell gesehen. Ich finde Mariano ist ein guter Typ. So. Das möchte ich nochmal gesagt haben. So, jetzt hast du ihn bekommen. Ja. Mich hast du noch nicht. Ja. Könnt ihr mal ein paar Tickets klar machen, dass wir für die Fans das verlosen können? Natürlich. So, jetzt habe ich was rausgeholt. Ich muss immer was rausholen. Gerne. Was sollen die machen, dass sie Tickets gewinnen? Wir losen aus. Wir können für jede Stadt, die wir gehen... Die sollen die Städte reinschreiben. Genau. Und wir können einfach verlosen. Genau. Ich glaub, wir können auf jeden Fall für jede Stadt. Geht auf Eventim, da gibt ihr 5 Mics ein. Ja. Da sind die 12 Städte. Und dann schreibt ihr einfach in die Kommentare die Städte. Jeder kriegt, wir verlosen 2 Tickets pro Stadt. Pro Stadt, genau. Pro ja. Stadt 2 Tickets. Und dann wird einer ausgewählt. Einfach. Ja, genau. Also, gerne, natürlich. Okay. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, wir sind alle ganz andere Typen. Weißt, das ist eigentlich ganz cool. Also ja. Wirklich, ich finde es selber, wenn ich würde es mir anschauen. Zieh mal die Länder auf, bitte. Von euch. Von, die Herkunftsländer. Also Halit ist, glaube ich, also Jugo ist ja Bosnier oder Serbe. Serbe. Also Costa ist Grieche, Amir ist Pakistaner, Bruno ist halb aus Kenia. Kenia und ich bin aus Italien. Aber also 4-mal Schmutz, 1-mal normal. Aber wer ist der Normale? Italiener. Ich wollte das sagen. Ja, aber so Kanacken halt, ne? Aber es macht, also es ist wirklich, jeder hat einen anderen Stil, weißt du? Und das ist cool, du hast so komplettes Spektrum eigentlich. Das ist wirklich, also das macht wirklich Bock. So, ja. Also live sind wir wirklich schon eine coole Mischung. Ist auch nicht Costa dabei? Costa ist ja dabei. Ja, der ist ja der Grieche. Der ist ja der Grieche. Ah, stimmt. Der moderiert auch, ne? Der führt, ist ja, das so? Er oder ich, je nachdem, was also Costa, passt. Der Grieche.
Also wir haben einmal Costa, den Aggressiven, genau, den alles abfuckt, Alter. Ja, der Costa, der ein bisschen lauter ist, der ein bisschen Ding. Was denkst du, wenn der Tag 100% ist, ja, wie viel Prozent lang hat Costa gute Laune am Tag? Gute 1,5. Ja, so, also wir haben den Aggressiven, der von Schlumpfhausen, der auch immer aggressiv ist. Gargamel meinst du? Oder du meinst den Schlumpf? Ja, der Hefty. Ach so, der ja. Hefty. Ja. Hefty heißt der auf Deutsch? Nee, Hefty ist der trainiert, sorry. Der meint der einen, der immer so schlecht gelaunt ist, der immer so. auf Englisch heißt er, glaube ich, Grumpy. Aber ich weiß nicht, wie er auf Ding heißt. Nee, Grumpy ist der Zwerg, der schlecht gelaunt ist, von den sieben Zwergen. Ich weiß es, weil ich selber ein Zwerg bin, Motherfucker. Aber wer ist der Schlumpf? Ja, guck mal. Guck mal ganz kurz, wie der das Schlumpf Costa heißt. Ja. Das Costa, safe. Ja. Dann haben wir Halit. Aus Sanjak, aus Serbien. Halit, einer der besten Comedians, der ist so lustig, ich liebe ihn. Ja, der ist aber er ist so ein Frankfurter halt. Ja. Also wir haben einmal den aggressiven Schlumpf und dann so ein typisch Frankfurter. Typisch Frankfurter, genau. Okay. Dann hast du Bruno, der so ein bisschen smooth ist, weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Bruno ist so locker, elegant, weißt du, was ich meine? So Will Smith Attitude. Ja, genau, dazu ein bisschen, der hat halt Style, weißt du, was ich meine? So auch auf der Bühne, wie der erzählt. Der hat Vibe. Ja, der hat Vibe, stimmt, 100%. Der hat Vibe. So. Ja. Und bei mir ist, glaub, auch wenn du das Wort cringe findest. Der hat Vibe, Alter. Und bei mir ist, glaube ich, so eine Mischung aus Bruno und Costa. Ich glaube so, ich bin in der Mitte. Ich bin der Übergang. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber du bist nicht aggressiv. Manchmal bin ich schon ein bisschen laut. Und manchmal bin ich ein bisschen lauter, manchmal. Und dann haben wir Amir, den Einzeiler. Genau. Und wie heißt Amir? Amir ist der Einzeiler. So. Wer ist Amir? Der Pakistaner? Ja, den hast du genau gefeiert. Okay, was ist der? In welche Kategorie kann man der den? Der ist halt dann eher so, also ich würde sagen, das Spektrum beginnt so bei Amir ganz leise. Amir, genau, so ruhig eher, aber dafür gute Gags. Weißt du, was ich meine? Immer so clean, saubere Gags. Und dann kommt so, weißt du, was ich meine? Bruno, dann kommen, weißt du, was ich meine? Ich, Costa. Costa, Halit, so würde ich sagen. Halit als letztes? Ja, so vom Energiespektrum. Ja, Energie ist Halit unschlagbar. Ja, genau. Da ist er so oberste Grenze. Und ich bin so in der Mitte, würde ich sagen. Und Amir ist sehr, sehr ruhig, aber halt die Gagdichte ist krass. Ist brutal, so auch gute Gags und so. Das macht schon Spaß. Mhm. So, es ist auf jeden Fall, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, weil es ist wirklich ein gutes Programm. Also gutes Abendprogramm. Wer ist dieser ruhige Comedian, der immer so ganz leise redet und so voll langsam? Der mit dem Polunder. Olaf Schubert. Ja. Ja, der ist King. Brutal, aber der ist ja. Heftig Schlumpf? Also doch heftig. Ja, stark. Ja, okay. Ja, stark. Ja, sehr, sehr geil. Du bist, also abgesehen von den Five Mics, bist du auch selber auf Tour. Genau, also ich bin jetzt noch, ich habe ja mein Programm, was ich bei euch, letztes Mal haben wir angesagt, dass ich noch dieses Preview-Show davon spiele, die MV Comedy Tour, spiele ich noch bis zum 1.6. Dann ist das Programm vorbei. Danach beginnt ab Oktober dann die neue Tour. Ja. Hast du schon Material dafür zusammen? Ja. Wahrscheinlich vor 2 Jahren schon. Nee, also ich habe das jetzt gerade, die letzten Wochen habe ich das gerade gemacht. Ja? Nee, im neuen Jahr, seit dem neuen Jahr habe ich jetzt so Sachen zusammengesammelt fürs Ding. Hast du Bock? 90 ja, Minuten? Brutal. Das ist so, weißt du, was geil ist? Wenn du als Comedian immer dieselben Sachen spielst, seit Herbst 2022 spiele ich nur dieselben Sachen. Ich habe keine neuen Sachen gespielt. Und jetzt wieder neue Sachen anzugehen, neue Ideen und so weiter, das ist geil. Weißt du, das ist wie als ob du als Musiker so einen neuen Song hast, den du vielleicht feierst oder krass, so. Und das, der hat das bei jedem Auftritt, dieses so, neue. Ja, weil er immer andere Sachen erzählt. Nie ist etwas ausgeklügelt. So, und ich war letzte Woche auch in München, habe das Ganze so ein bisschen getestet, so ein paar Ideen getestet. Also macht schon, ist schon cool, wenn du so siehst auch, dass die Ideen passen und auch so ins Solo passen. Ich glaube, man kriegt auch wieder so ein bisschen Respekt, das könnt ihr beide bestätigen eventuell. Wenn du auch neue Sachen probierst, dann bist du auch nicht mehr so safe. Ja, Bruder. Du bist nicht mehr so sicher auf der Bühne. Ja, gar nicht. Bruder, ich sag dir, ne, letzte Woche, wo ich da war, an diesem Mittwoch, ich habe 35 Minuten, durfte ich spielen, 35 Minuten Ruhe. Genau so wie gerade. Bruder, einfach Stille, Bruder. Die Leute, ich dachte, Bruder, hast du gelacht oder gehustet? Weißt du, ich wusste nicht, was passiert gerade. So, das war wirklich Schrott. So, dann machst du einfach Zettel zusammen. So. Oh, tut das weh. Fertig. Aber es tut nicht so weh. Aber warte, auf der Bühne 35 Minuten zu stehen. Und dann, nachdem du nach 7 schon gehen wolltest, weil keiner lacht. Und dann stehst du noch 28 Minuten da, weißt du, was ich meine? Und dann bist du so. Diese Zeit geht nicht rum, ne? Ja. Da bist du, wie Schwangerschaftstest. Und vor allem, du bist gewöhnt jetzt so. Du bist gewöhnt, ausverkauft. Das ist, warte kurz, das ist wie Schwangerschaftstest, wenn du auf deine Periode wartest, weißt du, was ich meine? Du willst eigentlich nicht. So. Ausverkaufte Hallen, du spielst immer vor deinen Fans, das ist ja eh immer komplett geil, das heißt, du bist daran gewöhnt, ich komme eigentlich von Hype. Ruhm, Applaus zu bekommen, alle feiern, was du machst, selbst wenn du sagst, lacht jeder. So. Und dann 35 Minuten und dann passiert nichts. Das ist das Schlimmste. Wirklich so. Schade, wirklich so. Guck mal, das Problem ist, ihr beide und jetzt auch eure Crew,
alle, ihr seid ja alle so gut geworden. Deswegen komme ich ja nicht mehr zu euren Shows. Das bringt mir nichts mehr. Ja, aber Marion, ich habe... Weil am Anfang... Guck mal, du kannst sagen, ey, Five Mics, wenn ich Zeit habe, komme ich gerne zu euch zu unterstützen. Yeah. Weil ich weiß, aber ihr seid so lustig, ihr seid geil, ihr habt eine geile Energie. Das bringt mir aber persönlich nichts, weil ich will eher zu Open, ich will eher zu Open Mics, wo der Typ so am Zittern ist und der Chip einfach runtergeht, dass ich lachen kann. Okay. Weil ich finde das witziger als jeden Gag. Guck mal, damit du siehst, was für ein Typ das ist, das wollte ich jetzt auch gerade erzählen. Guck mal, was das letzte Woche passiert. Mein ehemaliger Booker, ne? Der Schaden, den er veranstaltet hat, der ist ja teilweise noch zu spüren. Das heißt, ich habe dann so vor 3-4 Wochen die Mitarbeiterin gesagt, ey Nisa, denk dran, du bist beim Karneval. Ne? Und so sage ich, wieso bin ich beim Karneval? Ja, du bist hier reingebucht worden. Sag ich, wieso bucht denn, wer hat mich da reingebucht? Ja. Sag ich, boah, muss ich da hin? Ja, vertragsunterschrieben und so. Sag ich, bah. Okay, was ist das denn? Ja, so eine richtige, klassische, so eine Karnevalsveranstaltung. Ne? Ja, ich so, Bruder. Junge. Okay, fahr ich hin. Dann rede ich mir selber noch ein. Egal, du testest mal, was geht ab? So, ey, ich schwöre dir, guck mal, wie der ist. Wo ich schon reingekommen bin in den Raum, habe ich gesagt, nein. Boah. Du warst schon direkt so. Ja, dieser typische Karnevalsraum, also so eine riesen Partyhalle mit verschiedenen Gruppierungen. Jeder macht sein eigenes Ding. Da ist eine Kneipenecke, die saufen, da tanzen die. Dann waren so zwei Acts vor mir. Alle so Karneval, tanzen. Hatten so Karnevalsreden vorne. So sag ich, ey, wenn ich so jetzt auf die Bühne komme, wie soll das funktionieren? Das ist ja der... Ich bin im unteren Gewalt. Dann nicht so, ah, was, ich bin ein Profi. Dann waren so zwei, drei, die an der Garderobe gearbeitet haben. Oder die haben mich so erkannt. Die so, ey, echt, wie kommst du so hier bis? Ich so, ja, ich guck mal, was hier läuft. Ich hab so voll auf selbstbewusst getan. Hey, ich gehe, dann frage ich den Typ nochmal, ey, wie lange soll ich machen? Das ist ja 25 Minuten. Bruder. Ich so, okay, jetzt fass auf. Bruder, jetzt. Ey, ich spür das schon. Ich komm rein, du weißt auch, wie die einen ansagen. Ja, ja. Genau, so Karneval-Style. Also, Jecken, wir haben heute den Clown vom Rhein. So haben die dich ja genauso angesagt. Ey, dann komm ich auf die Bühne und ich merke schon, dass die mich angucken und denken, was macht der da? Dann habe ich, glaube ich, der erste Gag, der hat funktioniert. Da habe ich gesagt, ey, ich bin nicht als Flüchtling verkleidet, ich sehe so aus. Irgendwie sowas habe ich gesagt. Dann haben wir noch so gelacht. Ey, ich schwöre dir, Marianne, guck mal, du sagst, bei dir war Ruhe. Ich soll sterben, wenn ich lüge. Während meines Sets, ich schwöre, ruft einer ein, geh nach Hause! Bruder. Bruder. Ich schwöre, und das Bruder. War nicht nach 24 Minuten, nein, das war so nach 12. Ja, ja, ja. Das heißt, du hast noch 13, dann 2, 3, ohne zu warten, so, Ey, ich sag am Ende noch, weil ich ja professionell sein will, ey, Mönchengladbach, ihr wart ein Killer-Publikum, viel Dank, weißt du, wie der Moderator mich abmoderiert. Auch wenn nicht jeder Gag gezündet hat, zeigen wir ihm, dass wir vernünftige Jecken sind und dass wir es gehört Mut dazu, hier auf die Bühne, der hat so über mich geredet. Als ob du gerade aufgetreten, erste Auftritt. Dritte Mal auf der Bühne. Und dann bin ich so runter. Ja, und ich musste nochmal, das war ja, genau, das war ja noch in der ich konnte nicht so rein, dann ich musste so in so einer Reihe, bin ich so auf die Bühne und beim Abgang auch. Ich muss dann allen so vorbei und so winken, während die mich so angucken und sagen, boah, Gott sei Dank bist du von der Bühne runter. Gott. Das war schon ewig. Und das war für mich das Schönste. Ja, und dann schreibe ich ihm, sagt er, ey, wieso bin ich nie bei sowas dabei? Du rufst dich immer zu so geilen Auftritten. Ja, ja. So geile Auftritte bringen mir nichts. 500 Z stimmt, ich habe abgerissen. Glaub mir, du weißt nicht, wie schlimm das war. Yeah. Habt ihr das überhaupt schon mal in eurem Leben gehabt? Ja. Dass einer so reinruft, geh nach Hause! Bruder, ich habe schlimmste Auftritt, den ich hatte. Ich glaube, das kann ich nicht erzählen. Das ist der Ding. Doch, erzähl mal, jetzt wird's interessant. Alles davor war uninteressant. Ich glaube, habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt, wo ich hier war? Der schlimmste Auftritt? Egal, wir haben sehr viele Leute. Doch, ich glaube, ich habe das letzte Mal erzählt, wo ich schon da war. Ja, ja. Also so, Leute sind rausgelaufen. So, und mit Diskussionen sogar rausgelaufen. So. Aber nicht auf meinem Solo, sonst war so ein Open Mic. Stimmt, das hat er doch jedes Mal bei jeder Show. Ja, ja, aber so mit Diskussionen rauslaufen, das war schon so, du musst dann noch dastehen, weißt du, was ich meine? Du willst ja dein Zeug testen und dann so. Denkst du? Ja, das war schon. Guck mal, früher hat man ja gesagt. Übrigens, bevor ich es nicht sage, guck mal, jetzt habe ich es vor allen Leuten live gesagt, bevor ihr dann wieder lügt und sagt, ich habe euch nicht eingeladen. Tourabschluss von dieser Tour, danach spiele ich ja das Programm nicht mehr. Ja. Ne? Ist in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, wo ihr auch gespielt habt. Ja. So. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen als mein VIP. Was ist im VIP-Package drin? VIP-Package, alles. Ja, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles, was ich mir vorstelle? Baklava. Ja, okay, das ist gut. Die waren gut, die du heute mitgebracht hast. Natürlich, weil ich euch liebe. Und auch diese Kakao-Dinger waren geil. Ich stelle mir aber so George Michael, Elton John-hafte Sachen vor. Ja, die gibt's auch. Ja, okay.
Backstage. Ja. Maxim ist da auf jeden Fall. Kostas ist auch da. Von, es gibt genug für alle. Es gibt genug für alle da, Bruder. So. Nee, also. Wann ist das? 1.6. 1. Juni. Da ist Frankfurt Jahrhunderthalle. Frankfurt Jahrhunderthalle. Also da, wo wir waren. Ja. Genau. Also, liebe Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr auf unserer Show wart in der gleichen Halle, könnt ihr zu Mariano. Guten Mann kommt gehen. Gerne. Das kommt gerne vorbei. Es ist wirklich, also ich sag's nicht. Wie viele? Sorry, red weiter, ich wollte dich unterbrechen. Nee, ist wirklich cooles Programm. Ich habe ja noch zwei Leute dabei. Costa und Maxim sind noch dabei. Wir haben einen richtig coolen DJ. Also, es ist eine richtig coole Show. Das, ich will auch, dass ihr es mal seht, wie ich das mir gedacht habe, damit ihr auch seht und mir eure Meinung danach sagen könnt, ob ihr das cool findet oder nicht. Nein, es ist wirklich, wir haben uns wirklich was gedacht. So, und es soll auch was Besonderes sein. Deshalb lade ich alle Leute da ein, die mir wichtig sind, die von Anfang an auch an mich geglaubt haben, so wie ihr. Okay, dann ist so ein schöner. Grüßt du uns? Natürlich. Aber die anderen nicht. Kannst du, wen meinst du? Ja, nur uns grüßen. Die anderen darfst du nicht grüßen. Du das musst nur sagen. Das ist die Bedingung. Ja. Kannst du mich zuerst nennen beim Gruß? Ja, das musst du sowieso, sonst rastet er wieder aus. Ja, natürlich. Ich hole dich auch auf die Bühne. Guck mal, ich hole dich auf die Bühne. Ja, okay. Ja, okay. Ich hole dich auf die Bühne, alle anderen grüßen. Geht alle auf die Show, Kopftickets in die Jahrhunderthalle. Ich hole die Jungs auf die Bühne. Auch da, wir kommen auf die Bühne. Ja. So. Wir können uns küssen auf der Bühne. Ja. Wer ist? Vielleicht hat Warum, vielleicht wieder ein paar Stöcke kurz, verlieren? Stopp, vielleicht Nein, hat, das wird doch so. Nee, dann bist du geputzt. Vielleicht hat Nisaya eine neue Nummer. Vielleicht hat Nisaya eine neue Nummer, kannst du bei mir testen vor 3000 Leuten. Das ist geil. Geil. Und ich versuche unten Merch zu verkaufen. Das ist so ein ekelhafter Insider, aber es stimmt. Ja. So hängen geblieben einfach. Ey. So. Gerne. Kommt gerne vorbei. Ich glaube, also wir haben. 1.6. Ja, 1.6. Also wir haben, glaube ich, schon 600-700 Tickets verkauft von 3000. Stark. Also ist gut. Aber natürlich, stark. Wenn Leute das gerne sehen wollen, kommt gerne vorbei. Ist eine coole sind, Show. Wie viele Städte sind noch in der Tour? Für 30. Also am 15.2. beginnen wir und dann sind 30 Städte bis zum 1.6. Das heißt, du hast die ganze Tour, wie viele Städte hast du gemacht? 60. Nee, insgesamt? Ja. Also verschiedene Städte, glaube ich, 62 oder sowas. Ja, aber geil. Wir waren halt öfter in derselben Stadt. Zum Beispiel Stuttgart haben wir dann dreimal gemacht. Ja, weißt du, was ich meine? So gut läuft, ja. Genau, so Stuttgart dreimal, Hamburg dreimal, viermal sogar Hamburg. Boah, ich weiß, ich habe echt einen Respekt vor. Ich habe richtig Respekt an so Comedians wie euch, die auch diesen Weg machen, diese Kilometer. Bei mir morgen ich auch bin ja komplett raus da. Ich könnte nicht so 300 Kilometer fahren, dann wieder zurück, am nächsten Tag wieder 400 Kilometer. Yeah. Dann einen Tag nach Hause, weil man die Familie sehen will. Dann wieder 300 Kilometer. Yeah. Ich bin da komplett raus. Niemals. Ja. Das ist schon heftig. Mich nervt das auch, dieses Fahren, dieses Reisen. Wir hatten letztens auch darüber am Telefon geredet. Ich hasse es. Das ist wirklich, also das schon heftig. Vor allen Dingen, wir haben, ab wann war ich krank? Ab Ende Oktober, oder? Ende Oktober bis Ende der Tour. Krank, ich bin dreimal mit 40 Fieber aufgetreten. Warum? Weil du dich nicht ausruhen konntest? Einfach, ja, es war so, du bist ja immer im Auto, dann gehst du raus, du musst ja auch auf Toilette, Tankstelle, siehst das, gehst du raus, ist kalt. Es war ja, weißt du, was ich meine, dann gehst du, dieser Wind, du weißt nicht, welche Jacke nehme ich jetzt. So, und ich bin ein bisschen anfällig, sag ich mal, im Winter, dass ich so eine kleine Erkältung bekomme, aber dadurch, dass ich es halt weiter Gas geben musste. So verschleppt dann. Verschleppt komplett, Bruder, ich war wirklich oft krank. Da, wo wir uns gesehen haben, da Comedy Clash, da hatte ich am Tag davor 40 Fieber. Am nächsten Tag hatte ich wieder Fieber, obwohl ich diese Infusion bekommen habe. So, also ich war wirklich, da bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen, physisch, wo ich gemerkt habe, oh, das schon, das nimmt dich auch physisch mit. Ja. Das ist nicht nur eine psychische Belastung, weil ich habe ja Glück, dass ich die Jungs dabei habe und DJ, weißt du, wir sind immer zu viert unterwegs. So, wenigstens, ich bin alleine. Genau, alleine ist das Katastrophe. Da hast du den physischen Aufwand plus Psycho, weil du die ganze Zeit alleine bist. Ja. Da bist du so. Und ich weiß jetzt, ich bin die nächsten 4 Tage wieder in der Schweiz, jeden Tag in einer anderen Stadt. Aber bist du in dieser Tour dabei oder? Nein, solo. Solo? Ja. Ja, Bruder, das. Ja, das ist ja voll ekelhaft. So. Und deswegen. Er nimmt uns ja nie mit. Du hast doch gerade selber gesagt, dieses Reisen ist nichts für mich. Du dreckiger Chip- und Chat-Verschnitt. Ja, aber ich glaube, er meint, darf ich ganz kurz vermitteln? Entschuldigung. Warum bist du so aggressiv? Erstens, wieso rast du aus? Genau, warum schreist du? Erstens. Ja. Zweitens, würde ich gerne vermitteln. Wir sind nicht in deiner Bonner Community. Ich glaube, Cheyenne wollte gerade sagen, dass es wichtig ist. Wichtig. Auch Verbindungen. Verbindungen. Aufrecht. Herzustellen. Ach. Mit seinen Mitmenschen. Ja. Auch tiefere. Ja. Wie Trainingslager. Ich weiß, dass du es nicht kennst, weil du kein Fußball gespielt hast, aber wir kennen das. Ja. Mal ein paar Tage in die Schweiz, mal früh aufstehen. Er redet von spazieren gehen gemeinsam. Genau. Meditieren. So gemeinsam. Das ist eine schöne, du sagst zu mir. Frische Luft, Seen, Berge. Ja, komm mit morgen. Mal 4 Tage da. Ja, so spontan geht das nicht. Ja, der kann ja nicht direkt alles absagen. Also, das geht ja auch nicht. Nein, erstmal, warum bist du man so aggressiv? Muss, nur man weil muss du ja auch. Ich bin nicht aggressiv, ich bin entspannt. Man muss natürlich das auch planen können. Genau. Ja, weißt du, was ich meine? So. Ich habe viel zu tun. Morgen ist ein wichtiger Tag, du sollst eigentlich mitkommen. Was für ein Tag ist morgen? Tja. Ja. Hä? Ja. Ja. Stark. The Big Four.
In the building. Ja, stark. Krass. Du musst eigentlich auch mit. Stimmt. Boah, stimmt. Stimmt. Erster, zweiter. Waterman in the house. Nicht vergessen. Du bist auch ein Waterman. Ja, aber ich kann nicht schwimmen. Ja, schwimmen. Ja, ich halte auch nichts davon. Egal. Aber ich benutze es, um mich zu erpressen. Aber. Ja, eigentlich musst du schon mitgehen. Jetzt hat er schon recht, Bruder. Ohne Spaß. Ah, ja, siehst du? Also, ja, normalerweise. Scheiße. Normalerweise. Ja, ich bin alleine, einsam. Vor hunderten Leuten. Die mich hassen. Ja. Warum hast du nichts gesagt? Ich bin mitgekommen. Ja. Echt jetzt? Natürlich. Ja, klar. Wenn ich testen könnte, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Ich finde das übertrieben lustig. Ich schwöre. Teste das. Bitte mach das. Das wäre so geil, Alter. Niemals. Der ist noch so ein Behämmerter. Der ist so einfach. Niemals. Aber weißt du, was geil ist? Guck mal zum Beispiel. Ich habe ja auch mal für ihn Opener gemacht. Das war 2021 oder 2022. Ja, bevor du ein Superstar in Mannheim. Und ich bin raus, ohne dass jemand mich angesagt hat. Jeder wartet auf Nizar. Auf einmal kommt dieser tätowierte Psychopath da raus. Ja. Mit diesem ernsten Blick. Und aber ich war so... Und ich habe einfach durchgezogen. Aber es war geil. War Jay Love da, oder was? Nein. Achso. Der mit der Psychopath. Bruder, bitte. So. Und ich finde, wenn du so rausgehst und dann am Ende trotzdem irgendwie gute Lacher bekommst, ja, dann sind das die besten Sachen. Das sind die besten Sachen. Wenn die Leute nicht wissen, dass du kommst und du gehst raus und du bekommst Lacher, du kriegst natürlich diese starken Lacher. Wenn du die bekommst, dann zerstörst du dein eigenes Publikum und nimmst du komplett auseinander damit. Ja. Ja, du hast dich auf jeden Fall krass entwickelt. Ich muss sagen, also guck mal, vor 2 Jahren, wo du hier warst, das können auch die Leute bestätigen, guckt euch auf jeden Fall die erste Folge nochmal mit Mariano an. Du bist erstmal ein Medienprofi geworden, wie du redest. Findest du? Ich schwöre, du bist richtig gut geworden. Ja. Aber ich hab jetzt keine Schulungen oder sowas gehabt. Ich schwöre auf alles. Ich ja, bin einfach nur... man merkt, du kannst besser, du verkaufst dich besser. Ja, du bist so, wie du bist, aber ich meine... Du kannst dich sehr gut verkaufen. Du hast gutes Marketing. Das immer. Deswegen wusste ich, dass du es Du hast jetzt einen Podcast, vergisst. Einen Podcast hast du auch, ne? Genau, Podcast mit Bruno Barnaby. Ja. Kein Grund auszurasten, ist auch cool. So. Ja. Also ihr habt gelernt, ihr habt euch entwickelt. Ja, wir sind so am Ende des Tages, guck mal, ich sag euch... Und wir vor 4 Jahren machen wir immer noch das Gleiche. Ja, aber ihr habt euch ja auch entwickelt. Bei euch ist ja auch nochmal größer geworden. Ihr habt ja auch nochmal live auch dazu gebracht. Weißt du, was ich meine? Jetzt macht ihr auch Live-Tour. Also ist ja trotzdem, es entwickelt sich ja immer weiter. Und ich denke halt, es ist cool. Weißt du, was ich geil finde? Guck mal, wenn wir das jetzt nochmal 2 Jahre später machen, weißt du, was ich meine? Und dann die Entwicklung sehen, dann ist, ich finde das immer schön zu sehen, wenn man gemeinsam irgendwie, also nicht gemeinsam den Weg, aber man ist auf den Weg gegangen und alle sind immer noch auf dem Weg und dann schaut man zurück und sagt, ey, wir kennen uns schon so lange. Und alle haben was geschafft, alle haben was geschafft. Weißt du, was ich meine? Das ist wie so. Ja, Bruder, ihr seid Superstar, das labert ihr. Jedes Mal, egal wo ich hingehe, Bruder, wo war es, wo wir uns gesehen haben im April letzten Jahres, Bruder, einfach irgendeine Veranstaltung, keine Comedy, nichts, Bruder, alle wollen Bilder mit Chaimar. Sagst du, Chaimar, hallo, ich bin auch da. Ja, weil er ein Star ist. Achso, Founder Summit. Ja. Da spreche ich. Da war jetzt Speaker dieses Jahr. Wirklich? Ja. Ja, der ist auch Speaker jetzt. Krass. Ich bin jetzt Speaker. Ich weiß nicht, ob ich sagen, aber die haben mich auch eingeladen wieder. Ich weiß, komm, vielleicht komme ich. Ja, komm. Wenn ich Zeit habe. Ich spreche auf jeden Fall. Wieder nicht, Alter. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich werde da sprechen. Ich habe auf der Bühne vor wahrscheinlich 7.000, 8.000 Menschen werde ich sprechen. Ja, nice. Da wird ein geiler Talk von mir kommen. Sagst du, dass du mich liebst auf der Bühne? Ja, ich würde sogar Real Talk machen. Alleine oder bist du Ding? Ja, alleine. Sagst du, dass du mich liebst, alles andere interessiert mich nicht. Ja, ich sage natürlich, dass ich dich liebe. Ja, okay, sehr gut. Ja, warum muss man was sagen, was Ding? Soll er auch sagen, der Himmel ist blau? Jawohl, Mariano. Ich war ja in Stuttgart letzte Woche. Ja. Und da habe ich ja eine Podcast-Folge mit Tim Gabel gedreht. Ah, nice. Krass. Ja, das ist geil. Wer ist der Cousin? Tim Löffel? Ha! Allein, ich glaube, wir haben 3,5 Stunden gedreht. Das war der Grund, warum er auf der Karnevalveranstaltung war. Das ist, hat er von dort mitgebracht. Ich war 3,5 Stunden da. Ich glaube, es ging 1 Stunde nur über Nisa. Wirklich? In der Folge, ja. Ja, krass. Ich dachte, wie sehr ich ihn liebe und so. Ich muss das ja machen, weil ich darf ja nichts machen. Aber der hat auch einen coolen Podcast. Also Tim Gabel. Ja, der ist auch sehr erfolgreich. Ist der mit Gabel oder mit Hand? Er ist mit Löffel, Bruder. Das hat er von seinem Onkel gelernt. Sorry, dass du bei dem anderen 50-Jährigen warst und so Spider-Man-Comics wieder im Podcast. Ja, das ist nicht korrekt. Von diesem Nerds Shawn Mendes, sie. Alter. Kleine hässliche 60 Jahre, mach doch Comic-Käfte auf, Alter. Redet. Das ist Shawn David TV? Das Shawn Mendes. Ja, meine ich doch. Ja, liebe Grüße. Nachher haust du mich mit so. mit so. Ja, Spider-Man. Wie heißt die? Die Webshooter. Die Webshooter. Ja. Was? Webshooter. Die Webshooter. Ja. Fatty Web, Alter. Ja, Fatty Web. Fatty Web, wer war das nochmal? Den kenne ich. Dieser Hoh. Der mit dem Glasauge. Ja, my Trap Queen. Ganz gone auf Gym. And I wanna hold it. Ja. Boah, der ist der Schlimmste, Alter. So, was wird denn, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr schon einen DJ dabei habt, was läuft so auf der Fahrt zur Show? Bruder, guck mal, ich hab's das Nizar schon gesagt und da ihr auch Musikkenner seid, okay, ich sag das bewusst, weil ihr habt eine coole Community. Ey, wisst ihr, wie viele Leute von eurem Podcast auch auf meiner Show sind? Wissen wir.
Richtig viele. Also aber wirklich, sagst, wirklich danke viele. Danke, ey, Bruder, aber kein Scheiß. Ich bin hergekommen, ich habe erstmal Danke gesagt. Das erste, was ich gekommen bin, als ich rein, was habe ich gesagt, vor als ich reingekommen bin? Das doch, das hat er gesagt. Mal, das er hat erste. Gesagt, Nisa, mach nicht so cool, ich komme, wann ich will. Hast du es gesagt? Nein. Hat er vielleicht gesagt, wenn ich dich nochmal sehe, choke ich dich aus? Ja, hat er auch gesagt. Das habe ich auch nicht, das habe ich vor wann anders mal gesagt. Aber das stimmt auch, hey, das ist die Wahrheit. Ich habe ein Gerücht gehört, dass du ausgechockt wurdest von irgendjemandem. Von Nisa? Ja. Ja. Das habe ich nie gesagt. Gechoked? Warum nee, glaubst du ihm? Doch, hat er gesagt. Warum glaubst du ihm? Er hat gesagt, er hat keine Chance gehabt, der typische Italiener. Warum lügst du? Doch. Das habe ich niemals gesagt. Ich rede niemals über Sparringsdings. Nein, nein. Doch. Nein, nein. Aber keine Chance, der Trick. Ja. Vertreibt! Nein! Er hat gesagt, er trinke Italiener aus Bietigheim-Biesingen. Ja, ja. Und dann war ihm klar, dass er dich mag. Davor war noch nicht klar, aber ja, jetzt der dreckige. War, weil dreckige Italiener gibt es viele. Ja. Er sagt, wer ist das? Heißt es mal Bietigheim-Biesingen? Ist das der aus Rüsselsheim? Wie heißt das sonst? Biesingen. Biesingen. Bietigheim-Biesingen. Biesingen, ja. Biesingen, Bietigheim-Biesingen. Bist du der größte Star jetzt aus Bietigheim? Nein, nein. Ich muss die ja noch alleine. Wer? Der größte ist Rin, oder? Shindy, glaube ich. Shindy? Wer ist da noch? Rin, Shindy, du? Bowser. 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 Bruder, in der Stadt wohnen 9 Leute. Wie können die alle daherkommen? Ja, das ist so wie Sickle. Es gibt noch einen Fußballer. Sickle Valley oder was das heißt. Es gibt noch einen Fußballer. Sickle Jim Valley. Was? Silicon Valley, ja. Sickle Jim. Sickle Jim Napian Ballon. Wie heißt das? Silicon Valley. Stark. Sickle Jim. Ey, geil, da hab ich mal gefallen. Ja, warte, stark. Silicon. Sicky Jim Valley. So. So. Auf jeden Fall, was wird im Auto gehört? Im Auto spielen wir ein Spiel, okay? Auf jeden Fall wollte ich nochmal eure Community loben. Wenn mich Leute darauf ansprechen, sagen, wann gehst du wieder zu den Deutschen? Sind immer coole Leute. So. Also, die haben auch. Das freut uns. So. Wirklich. Wir lieben unsere sind Community. Echt coole Leute. Deshalb ist auch für euch das Spiel. Wenn ihr so zu viert, zu dritt im Auto seid, okay? Einer, du musst erstmal auf einer bekannten Streaming-App Jam machen. Ich will jetzt nicht hier Werbung machen, kostenlos, weil wir sind nicht so, weißt du, was ich meine? So. Ja. So, du machst Jam, damit alle drin sind. Jeder kann praktisch von seinem Handy ein Lied spielen. Mhm. Einer fängt an, spielt ein Lied und der Nächste muss das Lied toppen. Kategorien sind halt Vibe treffen. Egal welches Lied du machst. Du kannst auch Metallica spielen, der andere muss auf Metallica ein Lied finden, was den Vibe trifft und toppen. Es muss in dem Style sein. Es muss in dem Style sein. Du musst das toppen und der dritte muss dann das toppen. Und danach werden Punkte verteilt. Man darf sich selber nicht den Punkt geben und dann wird halt so ranglistemäßig geführt. Ja, okay, aber nach so einer Stunde. Nee, warte mal, aber es passiert nein, voll oft, haben die auch keine gesagt. Chance mehr. Nein, nein, oder aber die. Es gibt immer Runde. Das ist immer zu dritt. Zum Beispiel, wir spielen zu dritt. Ja. Weißt du, was ich meine? Er spielt zum Beispiel Asche, You Got It Bad. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann spiele ich, keine Ahnung, von Fabulous Into You. Ja. Weißt du, was ich meine? So, dass ich Ding und dann machst du noch ein anderes drauf. Trade It All von Jagged Edge. Zum Beispiel. Genau. So, und jetzt müssen wir Punkte vergeben. Aber, weißt du, was ich meine? Aber was er aber erzählt hat, voll oft, also ihr könnt mich gerne korrigieren, passiert das ja auch, weil jemand unbedingt gewinnen will, weil wenn jemand den Style nicht trifft, dann ist er raus. Und dann nimmst du extra so, dann nehme ich jetzt zum Beispiel extra Nat King Cole, weil ich zum denke, Beispiel. Keiner kennt das. Genau. Und dann ist der Nächste, der muss er ja... Er macht Nat King Cole und dann mache ich zum Beispiel diese Edda James. Genau, Edda James. So. Aber, weil er das kennt. Weißt aber ich gehe davon aus, ich mache jetzt Nat King Cole. Weil er kennt das nicht. So. Und das ist ja das Geile. Du willst eigentlich, es geht eigentlich nur um den Vibe miteinander. Weißt du, was ich meine? Weil eigentlich willst du, dass alle im Auto sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Der kam von Seite. Das willst du eigentlich. Das macht richtig Bock. Mhm. Das ist das beste Spiel, was wir hier gespielt haben. Wir haben das die ganze Tour gespielt. Wir haben insgesamt, ich glaube, so 300 Runden haben wir gespielt. Du denkst, am Anfang denkst du, ich dachte auch so, ja gut, irgendwann ist halt, wiederholt sich oder, nein, Bruder, wir haben es geschafft, wirklich so 300 Runden zu spielen und nichts hat sich wiederholt. Ab und zu ja, aber dann ist halt der Punkt rausgeflogen. Aber wir spielen das zu viert und das bockt übertrieben. Aber wart ihr auch mal so ekelhaft, dass solche einer Guns N' Roses spielt und dann ja, wegen alle. Der Generation der, war, dann also, musste man ist dann Michael so, nicht so ein Joker? Michael zählt nicht. Michael darf nicht spielen. Michael darf nicht spielen. Weißt du, was geil ist? Wenn jemand nicht weiß, zum Beispiel der Gianni, unser DJ, der ist ja, keine Ahnung, der ist ja 90er, also 93er oder sowas, Jahrgang, der ist noch viel jünger als wir. Entschuldigung. Und so oft, wenn er zum Beispiel so, weil er kennt sich auch mit so Rock und so weiter aus, weißt du, er spielt so Led Zeppelin. Geil. Weißt du, was ich meine, so von der Seite. Stairway to Heaven, weißt du, was ich meine? Dann Costa kennt sich auch brutal mit Musik aus. Ja, brutal. Also wirklich klar. Auch jeden Style. Brutal. Der war ja 20, als die Beatles rauskam. Also wirklich brutal, brutal. Weißt du, was ich meine? So.
dann spielt der, keine Ahnung, Evanescence oder sowas. Und dann kommt der Gianni dran und der Gianni weiß nicht. Und dann sagt er, ich glaube, es wird Zeit für Thriller. Und das ist immer funny. So, also das ist wirklich das Spiel, wo wir uns totlachen und was auch richtig Spaß macht, weil es dich auch fordert. So, weißt du, ich meine, du willst ja auch was Gutes. Aber Costa ist unfair in diesem Spiel. Ja, aber Costa ist ja Zeitzeuge von diesen Sachen. Ja, ja, komplett, Bruder. Der war dabei, Bruder. Der war dabei. Der Led Zeppelin live. Ja, der bei Woodstock hat Jimmy das Page komplett, Bruder. Der ist auch auf dem Konzert, siehst du den? Ja. Bei den Stones, aber nicht die Stones jetzt. Also, ja. Costa hat doch wirklich übertriebenes Wissen, was so Musik angeht. Ja. Also wirklich, wirklich übertrieben. Also Costa hat für mich die meiste Ahnung in Deutschland von Musik, weil er der eine, ich will jetzt nicht niemanden angreifen, ich habe das bei Mariano oder so jetzt noch nicht richtig kontrolliert, aber er ist so neben mir der Einzige, den ich kenne, der auch alles hört. Es geht nicht mehr. Der hört alles. Weil ich höre Korn, ich höre die Backstreet Boys, ich höre Wu-Tang. Yeah. Aber, und er auch. Er hört auch alles. Ja. Und deswegen das ist schon das brutal. Die Ahnung ist schon extrem. Also bei mir ist es so, ich kenne extrem viele Lieder halt auch, aber zum Beispiel, ich bin Titel brutal schlecht. Ich muss immer, wenn die ein Lied machen, muss ich immer auf Radio gehen. Das ist eigentlich Cheat, aber ich kann halt die Titel nicht, mir fallen die nicht ein. Aber wenn ich dann sehe, dann sage ich, okay, das passt. Boah, aber wenn ich wie du wäre, ich hätte voll gefutscht, weil weißt du, wie ich dann alle platt gemacht hätte? Ja, aber das kannst du ja machen. Einfach mit Italo-Disco. Oder ich hätte immer so ein italienisches, weil dann müssen die den Style auch drin. Aber das ist ja, guck mal, das Geile ist, du musst nicht gewinnen, weißt du, es geht auch gar nicht ums, es geht um den Vibe, weißt du, ich meine, es geht darum, was Geiles zu machen. So. Sagst du dem? Nein, weißt du, was ich meine? Glaub mir, wenn du mal mit uns mitkommst, das bockt übertrieben, weil es nicht darum geht. Natürlich willst du gewinnen, aber du willst mit was Geilem gewinnen. Ja. Du willst die Leute nicht überraschen mit irgendwas, wo die keine Chance haben, das ist langweilig. Ja. Du willst überraschen. Vor allem, wenn es auch keiner kennt. Weißt du, was ich meine? So, zum Beispiel, wir haben, keine Ahnung, so 30 Runden gespielt gehabt und auf einmal hole ich von Groove Theory Tell Me raus. Ja, tell me if you want me to. Von der Seite, weißt du, was ich meine? Oder du holst auf einmal Candy Rain raus. Ja. Weißt du, und dann, das ist geil. Das sind dann so Lieder, mit denen du nicht rechnest. Die kriegen gute Laune und weißt so, du rechnest nicht damit, dass das jetzt kommt. Aber wie lange wird der Song immer gespielt? Solange bis der Nächste sagt weiter. Solange bis der Nächste das Lied drin hat. Du kannst so eine Minute hören. Oder jeder kennt ja die Lieder am Ende des Tages. Wenn nicht, dann so, aber das ist so eine Minute, anderthalb wird das gespielt und dann, wenn der Nächste länger braucht, der Nächste hat auch nur so lange Zeit, wie das Lied läuft. Wenn er nichts findet, ist er raus, dann ist der Nächste dran. So läuft das Spiel. Also das bockt richtig hart. Spielt das gerne, wenn ihr längere Fahrten habt. Das, gegen den hat man ja keine Chance. Das bockt übertrieben. Das muss ich so mit so Chaps machen. Die doch, weil es gibt ja genug Lieder. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja genug Lieder. Und du kannst ja in irgendeinen Style rutschen, wo ich zum Beispiel gar keine Ahnung habe, wie auch Afro. Wenn du Ahnung hast. Du kennst ja nicht aus jedem Genre ad hoc das beste Lied. Nee. Aber jemand kann vielleicht manchmal eine geile Antwort drauf haben. Weißt du, was ich meine? Und du in diesem Afro-Style, da bist du doch zehnmal best, da bin ich ja gar nicht drin. So. Ja, stimmt. Dancehall bin ich gar nicht drin. Oder zum Beispiel, weißt du, manchmal sind es auch geile Undercover-Lieder. Weißt du, zum Beispiel, du machst Trade It All, auf einmal er macht Stutter von Joe. Bruder, weißt du, ich meine? Ich hasse beide Lieder übrigens. Ich mag die. Beide Lieder hasse ich. Wie findest du von Joe The Way You Like? Welches ist das denn? Von Joe? The Way You Like, ist schon mal falsch. The Way I Like. Müsste ich hören, weiß ich auch. Also habe ich gerade nicht präsent im Kopf, aber weiß ich jetzt nicht. Das Ding. Aber Joe ist auf jeden Fall Killer. Joe mag ich. Ja, kennst du ihn? Stutter finde ich gut. Was hat der noch? Der war noch bei einem krassen Lied mit dabei. Ride With You mit G. Ride With You war noch mit dabei. Und ich hasse Bobby Valentino. Ja? Boah, der ist so unnötig, der sieht aus wie eine Schildkröte, Alter. Slow down. I just wanna get to know you. Ich hasse diesen Song. But don't turn around. Und diese Marry You, Let Me Love You. Oh, Scheiße. Ja, aber das ist auch tot gehört. Weißt du, was ich meine? Ich hab ihn auch damals gehasst. Ich auch. Als er rauskommt, hab ich gehasst. Ja, Mary sieht aus wie Chris Rock, Alter. Mary Winans? Mary sieht aus wie Chris Rock. Doch, Mary Winans hab ich schon. Nein, der ist ein Kokser. Genau und? Ja, aber seine Musik. Oder bewertest du Ding? Bei R. Kelly machst du Ding, bei dem sagst du so und so. Nein, Mario Wines habe ich auch nie gefeiert. Ja. Nee. Es gibt noch ein richtig krasses Lied, was ich richtig feiere, aber das ist so, ich weiß nicht mehr den Titel, aber es geht so, everybody say Eyo, Eyo. All the brothers, boom, 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 boom. Let me hear say Eyo. Nein, das ist ähnlich. Das ist doch ein richtig starkes Lied. Ja, ich finde das nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Lied. Das ist, kennst du das nicht? Nein. Wie ist nochmal der Text? Sag nochmal den Text. Ich habe einen Job. Was hast du für einen Job? Keinen Job hast du. Sag mal den Text, das ist Ding. Weißt du noch den Text von dem Lied? Bruder, ich weiß doch nicht mal meine eigenen Texte auf der Bühne. Okay, komm. Vergiss ich doch mal. Und die mag ich.
Das ist das ja. Nee, das war schon ein starkes Lied. Was mich interessieren würde. Gerne. Ich gehe, du siehst ja, bei mir ist eine Struktur. Das finde ich brutal. Ja. Hast du dir was überlegt oder einfach so? Ja, okay. Was ist jetzt von MV Comedy? Die Roadmap für die nächsten 3 Jahre, 4 Jahre. Und da heißt du jetzt MV Comedy oder heißt du Mariano Vivencio? Was ist dein Künstlername? MV. Comedy ist ja einfach nur, ja, okay, weil der Nickname so gepasst hat für mich. Und weil ich fand, dass das halt für mich hat so cool geklungen irgendwie. Ja, okay. Keine Ahnung. Nee, MV. Also die Tour ist, also überall, wo man noch sieht, Eventim, sind die Tickets immer MV. Das haben wir dann irgendwann entschieden, weil dann ist die Person auch klar getrennt. Und also für mich einfach weitermachen. Weißt du, ich will einfach die Leute zum Lachen bringen, ich will Leute entertainen. Also keine Ziele? Soweit es geht, doch, natürlich. Dass du sagst, ey, entweder die ersten Comedians, die einen eigenen Film schreiben für Netflix, irgendwie sowas. Oder ja, es gibt schon ein paar Ideen, also auch Richtung Film, Richtung Serie, an denen wir arbeiten. Aber das ist halt alles, das ist ja sehr viel Arbeit auch und das muss auch so schön konzentriert. Ich will auch, dass es gut ist, weißt du? Also ich will nichts, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber dadurch, dass du auch schon länger im Business bist, du hast ja auch die Videos gemacht und so weiter, irgendwann hast du auch so einen Anspruch an dich selbst. Du willst ja, du vergleichst dich auch irgendwo immer mit dem besten Video von dir. Weißt du, was ich meine? So, und man will immer auch gute Sachen posten, man will was qualitativ auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich fokussiere mich dieses Jahr komplett eigentlich nur noch auf die Qualität. Ich will, dass die bestmöglichen Sachen raushauen, egal ob das jetzt Nummern sind, Reels, ob das... Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen. Kann das sein, dass du einer der krassesten Qualitäten hast, so was so Reels und Shorts angeht, so mit Crowdwork und so? Von der Optik, vom Ton? Ja, von der Optik, von der Kamera her. Ja, aber also meinst du nur vom Video her? Ja, von der Videoqualität. Nee, aber da gibst du ja echt dir viel Mühe. Ja. Also ich denke, die besten hat Bruno jetzt die letzten, die er gemacht hat. Die sind brutal gewesen. Ja? Ja, also die sind wirklich nochmal eine Stufe drauf. Aber da... Woran liegt das? Ist die Technik besser, ausgefeilter? Nee, der hat einfach einen Videografen dabei gehabt, der das auch besser eingestellt hat. Weil du musst überlegen, wir machen das alles selber gerade. Weißt du, was ich meine? Maxim stellt die Kamera auf und dann filmen wir einfach Automatik fertig. Wenn du Videografen dabei hast, der arbeitet ja mit ISO, MISO, der hat die ganzen Details und so weiter. So, das ist richtig, wirklich ISO, so perfekt ISO eingestellt, damit das Licht auch jeder dann... Jeder Raum ist ja auch anders. ...symbiotisiert mit dem Licht. Auf einmal bist du so, weißt du, was ich meine? Du bist wie so ein Digimon, wenn es sich weiterentwickelt. Auf einmal so Licht hinter dir. So. Und das will ich jetzt für diese Tour auch machen. Also Step by Step auch Qualität verbessern, damit das optisch nochmal eine Stufe drauf hergibt. Und ansonsten einfach weiterarbeiten. Also ich fokussiere mich eigentlich nur darauf, besser zu werden. Alles andere kommt dann von selbst. Ich bin auf einem Level, wo ich sehr zufrieden bin. Mir geht's gut, weißt du, was ich meine? Ich kann essen, ich kann auf Tour gehen, ich bin frei, weißt du, was ich meine? Ich bin sehr dankbar für das, wo ich gerade bin, auch für die Entwicklung, die ich gemacht habe. Wenn du überlegst, wo ich war, als wir angefangen haben, also als wir die erste Folge, wo ich jetzt heute bin. So, und ich bin einfach nur dankbar, dass ich das so erleben darf. Ja. Und natürlich habe ich Ziele, dass es vielleicht irgendwann mal einen Film gibt oder sowas oder was Cooles. Also entertainment-technisch einfach sich weiterentwickeln, überlegen, was kann es noch geben, weil ich sehe halt auch die Möglichkeit, dass man vielleicht auch was spielen kann, weißt du, also im Sinne von Film, Serie oder sowas, weil, aber mal gucken. Wie gesagt, es gibt jetzt nichts Konkretes, was in der Making ist, außer an Qualität arbeiten. Einfach nur die Leute unterhalten, aber mit guten Sachen, die auch wirklich jeden betreffen irgendwo. Weißt du, was ich meine? So, fertig. Das ist eigentlich mein Ziel für dieses Jahr. Ansonsten. Bescheidene Ziele. Ja, weil am Ende des Tages, ich bin davon überzeugt, ich habe mir davor zum Beispiel 22 auf 23 so Ziele. Ich mache das, ich mache dies, ich mache das, bom, bom, bom. So, und dann, ich habe gemerkt, gesagt, weiß ich noch. Nach einem Jahr bist du so enttäuscht oder so, weil du dir denkst, ich habe es nicht erreicht. Weißt du, ich bin zwar auf dem Weg, aber irgendwie, ich habe es nicht richtig geschafft, so wie ich dachte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, aber ich habe mich ja trotzdem entwickelt bis heute. Und ich habe auf die Qualität gehabt und das hat sich, und mein Fokus ist jetzt auf Leistung. Weil Leistung kann ich immer geben. Ergebnisse, sich zu fokussieren, ist Quatsch oder es ist so, das zieht dich so runter. Weißt du, weil wenn du deine Ergebnisse nicht erreichst, bist du so, Und dadurch, dass wir in der Künstlerbranche sind, wo Ergebnisse nicht so wichtig sind, sondern eher die Ergebnisse folgen deiner Qualität. Na, stimme ich nicht zu. Weißt du, was ich meine? Ich bin davon überzeugt, ich bin ja jetzt schon auf einem Level, wo das rollt. Weißt du, was ich meine? Das funktioniert ja schon so. Und wenn die Qualität jetzt besser wird,
der Erfolg zieht ja zwangsläufig nach. Weißt du, was ich meine? Qualität, ich bin davon überzeugt, Qualität setzt sich immer durch. Oder was meintest du? Nein, ich denke auch nicht. Ich denke, dass weil ich habe das Beispiel selber. Ja. Ich denke nicht, dass es, also vor allem in Deutschland, ist das nicht so in unserer Comedy-Szene, dass Qualität sich durchsetzt. Darf ich sagen vielleicht, was ich meine mit Qualität? Ja. Ich rede nicht von Videoqualität oder Dingqualität. Ich rede davon, dass es noch ein Level drauf macht an zum Beispiel, dass es noch lustiger wird. Ja, genau. Und das meine ich mit Qualität. Auch. Okay. Das meinen wir auch. Wie viele Comedians gibt es, die überhaupt total unlustig sind, aber viel mehr Tickets verkaufen oder größer sind oder auch im Fernsehen gezeigt werden, ja, weil sie einfach dem System funktionieren, ja? Das stimmt schon. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Wo ich dir recht gebe, umso mehr du arbeitest an dir, umso mehr du härter für die Sache arbeitest. Das stimmt, ja. Das setzt sich irgendwann durch. Das trägt irgendwann Früchte. Ja. 100%. Genau. Wenn du diszipliniert bist und immer hart arbeitest, das wird irgendwann Früchte tragen. Genau. Aber es muss nicht zwangsläufig gute Comedy sein oder gute Entertainment-Show. So, weil, ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du? Ich verstehe schon, was du meinst. Ich persönlich fokussiere mich halt darauf, dass, wenn gute Sachen sind, es muss ja nicht mal Comedy sein. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, du schreibst jetzt einen Film und es ist ein guter Film. Ja. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht floppt er aber. Obwohl es ein guter Film, weil vielleicht der, das ist ja immer so eine Entwicklung von, du schreibst was und es ist richtig geil und dann kommt jemand, so ein Regisseur, und macht was ganz anderes daraus und das. Wie dieser eine Film, wo du gesagt hast, der wurde in den Kritiken auseinandergenommen, den du mir vorgeschlagen hast, letzte Woche. Da habe ich gesagt, das ist ein brutaler Film. Wie hieß der? Ja, was war das nochmal? Wie hieß der Film? Der kein Kritikerliebling war, aber das ist ein geiler Film. Deutscher Film? Ja, Death Sentence mit Kevin Bacon. Ja. Okay. Kennst du den? Hab ich nicht gesehen. Ich glaube, genau. Nicht. Ja, gefloppt, Kritiker haben den zerrissen, der ist ein geiler Film. Geiler Film. Ich will dir jetzt nicht genau verraten, worum es geht, weil das ballert mehr, wenn man das so guckt. Okay, kennt okay. Kennt den einer? Ist er von jetzt? Also ist ja, ein von 2007. Okay, dann. Okay. Ja, nee, ja. So. Ja, und was ich halt meine, ich weiß, was du meinst. Du für dich, für deine Community, weil der Ball rollt. Ne? Genau, der wenn ich einfach der besser Rubel werde. Rollt. Ja, genau, wenn du besser wirst, dann ist das natürlich geiler für die Fans und die ziehen dann auch nochmal mit. In dem Fahrtwind wird das größer. Aber was ich und Schein meinen ist, nur weil du der noch lustiger bist, wirst du nicht. Heißt das nicht, dass du zwangsläufig, so das zwangsläufig Ding, dass du so erfolgreich wirst wie die üblichen schon. Verdächtigen, die wir nicht nennen wollen. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Wie gesagt, ich denke davon, es ist alles Schicksal. Weißt du, was ich meine, Bruder? Ich bin dankbar da, wo ich bin. Ich bin dankbar da, wo ich bin. Natürlich, wenn Gott will und ich darf einmal längst das Arena ausverkaufen, weißt du, was ich meine? Geil, ja. Das wünscht sich natürlich jeder, weißt du, was ich meine? Aber wenn es nicht so ist, mir geht's gut da, wo ich bin, weißt du, was ich meine? Und ich finde immer einen Weg, auch meinen Weg anders durchzusetzen. Wenn ich überlege, dass ich jetzt Comedy machen darf, hauptberuflich vor 3 Jahren, weißt du, was ich meine? Ich habe mir überlegt, wie ich Schuhe kaufen kann. Heute überlege ich, wie viel kostet ein Löwe? Weißt du, was ich meine? So. 7.000 Euro. Auf jeden Fall. Das ist geil. Verstehst du, was ich meine? Baby-Löwe. Deshalb, ich bin dankbar da, wo ich bin und mir geht's gut und alles, was ich mache, ist jetzt einfach nur noch on top, einfach besser werden. Versuchen auch, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht mache ich in 3 Jahren kein Stand-up mehr. Vielleicht schreibe ich Filme, weißt du, was ich meine? Vielleicht gehe ich in den Hintergrund, vielleicht mache ich nichts mehr. Weißt du, was ich meine? So, wer weiß. Man weiß ja nicht, was passiert. So. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Das ist ein schöner Monolog, den du geführt hast, obwohl wir ab und zu was reingerätscht haben. Beziehungsweise wir sind reingerätscht. Ich denke, das war eine Teamleistung gerade. Ja, das warst du schon alleine. Finde ich gut, du hast dich echt gut weiterentwickelt. Ja, ist echt krass, dass unser Sprungbrett genutzt und bist jetzt ein Star. Kannst dir einen Löwen leisten und schlaf mit dem auf einem Bett, Alter. Genau. Ich habe nicht gesagt, dass ich mir einen leisten kann. Ich habe mich nur informiert. Ich habe mich mal nur informiert, wie viel er kostet. Weißt du, was ich meine? Ja, finde ich gut. Das ist gut. Nur diese Info, wie viel kostet ein Löwe, wenn man so anfängt durchzudrehen. Wie viel kostet ein Löwe, wie viel kostet... Ja, ich bin der Falsche dafür, weil ich würde so ganz verrückte Sachen machen, wenn ich so PDD-Geld hätte. Echt? Also, ja, ich würde erstmal das machen. Woher kommst du? Schön, dass du da bist. Okay. Ich würde ganz verrückte Sachen machen, wirklich. Also wenn ich PDD wäre, würde ich erstmal das machen, was ihm jetzt auch vorgeworfen wird. Warum, Bruder? Warum? Wir müssen doch eine Kooperation gleich ansprechen. Warum machst du das immer alles kaputt? Ja, warte mal. Du hast doch schon Hamburg-Verbot. Sollen noch Bremen... Hast du Hamburg-Verbot? Wegen? Und Köln auch.
Ja. Laber nicht. Yes. Weil er ein Mann ist und immer seine Meinung sagt. Er lässt sich nicht unterkriegen des Systems, weil er so ein krasser Motherfucker ist. Hast du die Formulierung gesagt? Er ist so aus Brooklyn. Er kommt aus L.A. Compton. Brooklyn. Ja. Er lässt sich nicht unterkriegen des Systems. Ja, des Systems. Er lässt sich nicht unterkriegen. Ein Mann, der schweigt, ist kein Mann. Stark. Ja, Mann, diese Probleme. Ich hoffe, die wirst du nie kriegen. Du bist aber so ein stylischer Italiener. Deswegen oder, guck mal, passiert nix, egal, am Ende des Tages. Egal, was du sagst, jeder, passiert nichts. Ja. Jeder trifft seine Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Genau. Ich habe eh andere Ziele. Ja, warte mal. Ich habe andere sich Ziele. Selber. Für sich selbst, genau. Ja, aber, wenn du ziehst andere Leute in Mitleidenschaft. Ja, das ist nicht korrekt. Wenn du ihn wirklich respektieren würdest, würdest du nicht so machen. Ja. Warte, darf ich mich verteidigen? Selbstverständlich. Ja, gerne. Weil sogar ein Massenmörder darf sich verteidigen. Ja, klar. Selbstverständlich. Mein Mandant hat das Recht. Ja. Also erstmal ist erstmal wichtig, hier anzumerken, wie schön es ist, mit euch hier gemeinsam zu sitzen. Ich weiß jetzt, was kommt. Das ist so ekelhaft. Das ist so dreckig. Guck mal, dann finde ich es sehr traurig. Ja, wirklich. Ja. Es macht mich traurig. Das ist geil. Ja, das ist in meiner Magengrube. Ja, breitet sich ein Gefühl von Enttäuschung aus. Ey, du bist ein Genie, ich schwöre. Wenn ich euch sehe. Wie weit ist das fortgeschritten, prozentual gesehen gerade? 67%. Wenn ich sehe, dass meine kleinen Brüder. Ja. Unser Onkel hat gesprochen. Ich habe immer an euch geglaubt. Ja. Ihr seid jetzt extrem erfolgreich beide. Dass ich nie irgendwas Schlechtes über euch gesagt habe und nur euch das Beste wünsche. Dass ihr mir. Und immer rangehst, wenn wir nicht anrufen. Ja, ey, ihr geht nie ran, beide. Das ist so krass. Ey, das ist so asozial. Doch, das stimmt. Das ist illegal, stimmt. Dass du das sagst. Das ist ein Strafbar in manchen Ländern. Okay, ich will noch was sagen. Ja, gerne. Wie könnt ihr mir unterstellen, dass ich keinen Respekt vor meinem Partner habe? Darf ich was sagen? Warte. Ja, klar, natürlich. Weißt du, woran es liegt? Ja. Wir sind aufgeregt, dass wir im selben Raum mit dir sind, weil du unser Vorbild bist. Genau. Oh, das ist, ich seid stark. Boah, das ist ein guter. Weil ohne dich würde das alles hier nicht geben. Ganz genau. Du weißt, was die Deutschen, der Anfangsbuchstabe heißt. Deute auf Nisa hin. Ganz genau. Deshalb bist du auch links. Genau. Verstehst du? Darf ich auch was sagen? Ja. Gerne. Ich habe an diesem Turnier teilgenommen, nur um dich zu ehren. Im Kumido, wie das heißt. Kumido. Kumido. Das Kumido. Im Kumido. Das ist ein Kumido. Ein kleines Kumido. So, ich habe nur wegen Mariano. Sylvester Stallone ist ein Italo-Amerikaner. Ganz genau. Sylvester Stallone. Stallone. Ja, siehst du? Genau, richtig. Siehst du, wie ich euch respektiere? Das stimmt. Das stimmt. Und deinen Respekt natürlich nochmal zu festigen, bist du mit der Zeitmaschine zurückgereist. Um unseren Eltern um bei euren Geburten dabei zu sein, damit ich weinen kann. Bei diesem Wunder, damit ich noch mehr Liebe für euch empfinde. Ey, das ist so geil. Versteht ihr? Guck mal, wenn du den neuen Nisar haben willst, kriegst du ihn nicht. Verlangst du ihn nicht, kriegst du ihn dann. Ja. Versteht ihr? Nichtsdestotrotz ist es mir egal, dass ihr schlecht über mich redet. Dass ihr mich verachtet. Wir reden ja nicht schlecht über dich. Wir reden schlecht mit dir. Ja, das aber das tut trotzdem weh. Mhm. Verstehst du? Aber das liegt daran, dass du sensibel bist. Ja, ich bin sensibel. Was ich sehr gut finde, weil deshalb schätzen wir dich auch. Ja, ich bin sensibel. Wir lieben dich. Weil ich bin gay. Why are you gay? Who said I'm gay? So. Ich bin sensibel, weil ich bin gay. So. Warte. Der meint Marvin Gay. Ja. Marvin Gay. Du willst sagen, dass du Marvin Gay bist. Ja, aber ich bin auch gay von meiner sexuellen Orientierung. Mhm. Oder meinst du gay, du bist happy? Das auch, wie früher, ja. Die Bezeichnung. Also beides. Ich bin gay in allen. Oder bist du gay in Lord? Allen Spektren des Gays. Des Gay-Seins. Des Gay-Seins? Des Gay-Seins. Bin ich dabei. Des Gay-Tums. Ja, des Gay-Tums. Oh, Gays! Let me see tomorrow, oh gays. Welcher Song ist das? Oder meint der, oh no, looking who the band the band. Nein, der andere Mann. Was denn? It's been 7 days, the same clothes. Nate Dogg? Ja, King. Wer ist krasser, Nate Dogg oder Warren G? Nate Dogg. So, der war der Hook King. Warren G? Ja.
Was weiß ich mal. So, I got shows. I got shows. Das ist die kleine Variante. Ja, in different area codes. So, guck mal. Nichtsdestotrotz werde ich immer Liebe für euch übrig haben. Auch wenn ihr mich verachtet. Der neue Nisa, was ist los, Alter? Ja. Das stimmen wir nicht. Wir verachten dich nicht. Ja, nicht. Wir respektieren dich. Ihr begegnet mir mit Hass, ich begegne euch mit Liebe. Nein. Weil ich gay bin. Und Gays sind dafür da, um Liebe zu versprühen. Ja. Wir versprühen Liebe überall. Love, Peace and Harmony. Harmony. Ja. Ah, ich dachte, das heißt Bone Thugs and Harmony. Ja. willst du drücken oder ich? Gay. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte respektiert werden als Gay. Gays? Okay. Distanziert ihr euch von mir nur, weil ich gay bin? Ich bin bei dir. In beiden Fällen. In beiden Fällen. Ich bin bei dir. Merkt diese mangelnde Toleranz hier. Diese mangelnde Toleranz im Podcast macht mich wahnsinnig. Es ist krank. Es ist krank. Dieser Hass, diese Intoleranz den Gays gegenüber. Ja. Weil du musst immer daran denken. Ne? Ich bin absolut tolerant. Ja, wollte ich gerade sagen. Willst du deine Jahrhundertalle retten, Alter? Ja. Nein, ich bin absolut tolerant. 100%. Warum kriegst du jetzt auch Shitstorm? Ja, ist kein Problem. Er sitzt doch mit mir. Ja. Ich diskutiere mit dir darüber. Er diskutiert mit mir darüber. Er ist offen für alles. Für alles nicht. Für alles nicht, Bruder. Ja, für alles nicht. Für alles nicht. Nicht? Für alles nicht. Aber ich toleriere Menschen anderer Orientierungen. Ja. Weil mal gerade für mich mit. Ja, Schein auch. Ja. Schein schließt sich mir an. Seelisch. Mach mal für mich gerade mit, Alter. Ja, guck mal. So, okay. Warte. I got hoes. Guck mal. Ich bin noch nicht fertig. Ja, gerne, sag ruhig. Sag, wir lassen. Ich finde auch, guck mal, am Ende. Wir schränken sich auch nicht ein. Jeder soll ja machen, was er möchte, oder? Oder nicht? Ja? Nicht. Ja. Also es gibt natürlich. Was, wenn ich auf meine Knie urinieren will? Ja, dann muss halt. Ich sag nur, das wollte ich gerade sagen. Jeder kann machen, was er möchte. Ja. Man muss halt auch mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Weißt du, wenn du jetzt auf sein Knie urinierst und ist geil, dann ist er auf seinem Knie Asiate. Er macht sein Knie. Hast du gerade gesagt, Asiaten sehen aus wie Urin? Nein, okay. Die gleiche Farbe. Das meinte ich. Der erklärt doch ganz genau, was er meint. Das ist nicht korrekt. Was für ein Chip. Das ist krank. Das ist, ey, ich weiß nicht, wie Tutti mit dir befreundet. Das ist auf jeden Fall stark. Warum bleibst du bei Asiaten? Bist du? Ich beleidige dich nicht. Sind Asiaten gelb? Nein. Ostasiaten. Nicht alle. Wie Ost? Was ist der Unterschied zu West und Ost? Ich kenne keinen Unterschied. Doch, Ostasiaten sind P. Diddy und Biggie und Big Pun. Und West Coast und East Coast. West Coast oder East Coast. West Coast. We speak Mandarin, motherfucker. So. Menschen haben verschiedene Hautfarben. Ist das ja nicht falsch? Nee, das, aber... Du kannst nicht sagen, dass Asiaten gelb sind. Ostasiaten. Chinesen, Japaner, nein, Koreaner? Nein. Das kannst du nicht sagen, Bruder. Das ist doch Farb im Farbspektrum, ist das einfach falsch, Bruder. Echt? Ich dachte immer, natürlich. Die Simpsons, das ist so eine chinesische Familie. Ich schwöre. Habe ich immer gedacht. Deswegen habe ich geguckt und habe mich gewundert, warum kommt denn die Kampfsport drin? Ja, stimmt. Keine Kung-Fu-Szenen. Es gibt, ich kenne auch viele Chinesen, die Bart heißen. Simpsons sind Chinesen. Jetzt möchte ich nochmal drücken. Drück du für mich, Schein, bitte, drück für mich. Simpsons sind Chinesen. Ich distanziere mich ganz klar von dieser. Ja, jetzt haben wir das. Das ist ein Backup. Die können nichts machen, Alter. Die können nichts. Oder? Wir haben den Button. Push the Button. Und was ist bei Sugar Babes? Das ist auch ein Asiatin. Das ist Asiatin, aber diese Minyoung. Ja, die Minyoung. Minyoung, ist das Kölnisch, oder? Ist das Kölsch? Nee, das ist doch dieser Gag. Hör mal zu, Minyoung. Nee, das ist doch dieser Gag von Markus Krebs, wo der sagt, ich hatte einen Koreaner aus Hamburg, der ist Moin, Minyoung. Oh. Ey, guck mal. Yeah. Oh.
Ja, Bruder. Okay. Das ist das Ding. Nein. Also am Ende des Tages, jeder kann machen, was er will. Jeder soll machen, was er will. Jeder, jeder kann das sein. Ich denke halt, solange es mein Personal Space nicht betrifft, ist das alles gut. Ich gehe sogar weiter. Ich sag nicht diese typischen Kanaken, solange die mir nichts tun oder was soll ich mir tun? Ja, das finde ich Quatsch. Ich sage immer nur, macht, was ihr wollt, ja, aber lasst mich doch darüber mich lustig machen können. Ja, genau. Weil ihr könnt das finde ich auch okay. So, weil, weißt du, ich finde, Toleranz geht immer, sollte in beide Richtungen gehen. Weißt du, was ich meine? Was gibt Toleranz geht nur in eine Richtung anscheinend. Außerdem, für mich. Also würdet ihr mich tolerieren, wenn ich meine Nahrung durch meine Harnröhre aufnehmen würde? Wie soll es gehen? Wie soll das gehen? Wir sollen dich tolerieren, wenn du ein Alien bist. Ja, würde ich machen. Ja? Ja, ja, natürlich. Weil dein Herz wichtig ist. Würdet ihr mich auch tolerieren? Wenn ich meine Nahrung durch meine Harnröhre. Nein, würdet ihr mich auch tolerieren, wenn ich. Diesem Gerät am Hals reden würde. Dieses. So. Yo, Mariano. Was willst du? Der hat so viel auf den Back geguckt. Nein, dieses Gerät, wenn du so nicht sprechen kannst, dann hast du dieses Teil, was du an deinen Hals hältst. Das hat doch der von Ongback, der im Rollstuhl. Ja, das ist, wenn du Kehlkopfkrebs hast, so keine Stimme mehr, dann musst du genau, so mit dem Ding. Mariano, Mariano. Ja, wenn so. Du Kehlkopfkrebs, deine Frage ist gerade, ob wir dich akzeptieren würden, wenn du Kehlkopfkrebs gehabt hast nicht und das, nicht mehr reden. Was, wenn ich so ein Ding wäre, aber ich wäre noch Battle-Rapper und dann bin ich auf der Bühne, es ist meine Runde und meine Batterien sind leer, es kommt einfach kein Ton, so. Kennst du, du suchst jetzt einfach irgendwelche Szenarien, Bruder. Ja, der ist krank, der will unbedingt jede Sendung was kennst du. Jede Sendung willst du, Bruder. Wir haben so stark begonnen, Bruder. Wir waren richtig gut drin, Bruder. Bruder. Sein Ziel ist, jede Folge auseinanderzunehmen, Bruder. Der ist wie Dennis, dieser eine Typ, der immer den Nachbarn nervt. Ja, Dennis the Menace, ja. Ja, yeah, Bruder. Das ist echt. Oh. Das ist echt heftig, Bruder. Der ist krank, Alter. Auf jeden Fall zu deiner Frage. Natürlich würden wir dich akzeptieren, ja. Ja, ihr seid korrekt. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Ja, stark. Ja, klar. Ich habe alles daraufhin aufgebaut. Ist auch eine wichtige Frage. Ja. Ja. Das finde ich gut. Das ist so geil. Oh Mann. Ey, wenn du in der Jahrhunderthalle bist, kommen wir auf jeden Fall vorbei. Gerne. Wenn die Five Mikes in Frankfurt sind, kommen wir auf jeden Fall auch vorbei. Ja, gerne. Gerne, genau. Gerne. Natürlich. Immer herzlich eingeladen. Möchtest du, lieber Mariano, den wir lieben, den wir... Also erstmal jetzt mal ernst. Real Talk, nachdem ich so, es ist schön zu sehen, ich glaube, ich habe Mariano kennengelernt, da war der noch so ein aufstrebender Comedian, er war immer sehr respektvoll, er hat immer sehr viel Liebe gegeben, er war immer sehr höflich, ich habe früh schon erkannt und dachte, boah, eventuell sehen wir hier was und es ist schön zu sehen, dass er so ein Star geworden ist, die Hallen sind voll. Die Fans fallen reihenweise in Ohnmacht. Die Social-Media-Zahlen sprechen für sich. Und das freut mich natürlich, weil ich es cool finde, wenn qualitative Stand-Up-Comedy natürlich nach oben kommt. Er schätzt das Genre, er ist ein Schüler von diesem Genre. Er studiert es, analysiert es, atmet es ein, ja, und lässt es hier drin in seiner Seele. Und es ist schön, Leute, mit denen man cool war, dass man sieht, dass die jetzt so auch ihren Traum leben, auf Tour gehen können. Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr stolz auf das, was du erreicht hast, muss ich ehrlich sagen. Danke, wirklich. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, weiß ich sehr. Von echte, ja, das war schön. Dinge, die du gesagt hast. Ich kann nur sagen, ich bin stolz auf dich, dass du nicht mehr mit dem Zug fährst als Comedian. Ja, weil Leute, die mit Zug fahren, sind absolute Penner. Ey, warum macht Costa seinen Führerschein nicht? Der ist 52, Alter. Ja, Bruder, es gibt ja auch eine Obergrenze. 51, sorry. Es gibt ja eine Obergrenze. Ey, wieso macht er? Hast du mit dem Gerät? Du bist ja auch mit dem befreundet, Alter. Braucht er ja nicht. Wieso braucht er das nicht? Der mag das in einem Zug, der chillt gerne dort. Der schaut gerne Leuten zu, die Frikadellen essen. Nee, Costa ist einfach. Costa, dem gefällt das, glaube ich. Der ist so, ja, aber Costa ist schon ein stylischer Typ. Der ist auch der Jüngste auf dem Schiff. So, Der Typ, Alter. Oder. So, Meine Damen und Herren, also das ist das Einzige, was ich noch über irgendwie Comedy sagen kann. Vielen Dank erstmal für die Einladung in Frankfurt und gerne, vielen Dank auf die Tour. Geht bitte, geht hin auf die Tour. Er ist ein cooler, stylischer Typ, sehr geile Stand-Up-Comedy. Und ich muss natürlich sagen, dass das Kevin Hart-Prinzip, und das meine ich auch ernst, es gibt viele Leute, die versuchen, sich durch ihr Talent, durchs Business zu schlingeln. Da fällt man sehr oft hin. Mariano ist wirklich der härteste Arbeiter, den ich kenne. Nichts ist geschenkt. Und hat Charakter und ist ehrlich. Ja, nichts wurde dem Zufall überlassen. Er hat mir vor 3 Jahren
schon seine Roadmap genannt und er hat wirklich teilweise extrem viel davon umgesetzt, dass ich vor einem Jahr oder so mal mit ihm geredet habe und hat zu mir gesagt, guck mal, ich bin nicht da aus Zufall, ich habe mich hier hingearbeitet, weil ich weiß genau, was ich mache. Das muss man natürlich sehr schätzen, deswegen würde ich dir hier nochmal die Möglichkeit geben, deine Social-Media-Kanäle zu nennen. Ja, vielen Dank, dass ich einfach unterbrochen wurde. Ach so, sorry. Allerdings nehmen wir das jetzt einfach, mache das gute Schluss. Nein, nein, sag doch ruhig, sag mal gerne. Nee, ich habe wieder vergessen. Nein, sag, ich bin verletzt, wenn du nicht redest. Ist mir doch egal. Dann halte ich wieder so eine Gay-Rede, willst du das? Ja, die bringen Klicks. Ach so, okay. Yeah. Komm, sag dein letztes Wort. Nein, mein letztes Wort ist, Social Media kennen, MV Comedy. Danke an euch, dass ich hier sein durfte. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr mich seit, sag ich mal, Tag 1 begleitet. Wir haben uns ja immer wieder gesehen, immer wieder. Ja. Weiß ich eure Gesellschaft zu schätzen und was ich auch zu schätzen weiß, ist, dass ihr nie über andere Comedians schlecht redet. Eine Sache muss ich noch sagen, ne? Das muss ich mal klarstellen, ne? Weil ich habe viel Stress in der Comedy-Szene. Das will ich mal wirklich klarstellen, ne? Yeah. Ich weiß, was jetzt kommt. Nisa ist einer, dass jemand mich versteht, der mit euch jeden Tag bei WhatsApp oder so schreibt. Ich bin derjenige, ihr seht mich einmal in drei Monaten, aber dafür echt mit Liebe. So, dass ihr versteht. Ich bin kein Typ, der jeden Tag sich meldet. Ja. Yeah. Weil viele sagen, ja, der meldet sich nie. Auch viele Comedians sagen das zu mir. Der meldet sich nie, der schreibt nie, der antwortet nie auf Story. Ich bin einfach so drei Monate verschollen, aber wenn wir uns sehen, ist das echt. Ja. Weil wenn ich keinen Bock hätte, würde ich das zeigen. So wie bei anderen Comedians, die dann Backstage verlassen. So, meine Damen und Herren, danke für MV Comedy, danke für die deutschen Podcasts. Doppel M, ne? Vielen Dank. EMMV-Doppel-E. So, passt auf euch auf, bleibt gesund. Die Links sind in der Beschreibung. Von seinen Social-Media-Kanälen, da kommen sie auch auf deine Tickets, ne? Genau. Ja. Und ja, vielen Dank an meinen wunderbaren Partner Nisa. Ohne ihn wäre dieser Podcast ein Nichts. Es wäre einfach nichts. Nichts. Warum? Wir wären nichts. Wir wären nichts. Ich wäre nichts. Dieser Podcast wäre einfach nur Staub, weil er das wirklich hier die Luft sprengen würde. Wenn wir ihn nicht so schätzen würden. Deswegen, danke, ich liebe ihn, ich respektiere ihn, er ist um ein großer Bruder. Ohne ihn würde dieser Podcast nicht mal so, weil ich würde ja nur auf Statements gehen und Depressionen, weil das mit mir klickt. Ja, das ist ja das. Und er ist so einer. Das sagt das noch. Ja, also, das ist selber. Ja, oder was soll ich machen? Der hat mich ja kaputt gemacht. Du, ihr habt das schon so durch den Kakao gezogen, du und der andere Tunesier. Ich weiß nicht, wen er meint. Ich weiß auch nicht, wen er meint. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Mach's gut, Allah. Bleib gesund. Peace. Ciao.